Hier sind wir bei Last Call, der Show, wo ihr entscheiden könnt, was ich spielen soll und ich es dann spiele. Ob gut oder nicht, gucken wir jetzt hier bei Last Call. Hallo und hier sind wir auch schon. Wir machen direkt den Vote an die Seite, kleben ihn direkt hierhin. Dahin kleben wir. Ups, warum ist denn das hier als Hintergrund? Das könnt ihr doch nicht machen. Einfach so, das ist ein besserer Hintergrund. So, haut den Vote rein, liebe Freunde. Das könnt ihr entscheiden an Spielen, die wir jetzt hier zur Auswahl haben. Und ihr könnt sagen, welches gespielt werden soll. Zur Auswahl haben wir Frostpunk. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, eine Art Wirtschaftssimulation in der letzten Enklave der Menschheit. Sehr, sehr kalt ist es da. Deswegen muss man sich vor allen Dingen darum kümmern, dass die Leute nicht erfrieren. Dann Outer Wilds. Das ist so ein bisschen experimentelles Erforschen des Weltraums mit einer zusammengeklöppelten Klapperkiste. Ancestors ist jede Menge Affen im Urwald. Was machen die da? Rudelbumsen. Und darum geht es. Man muss sich fortpflanzen, man muss schauen, dass sich der eigene Stamm weiterentwickelt und man muss dem Stamm vor allen Dingen viel beibringen. Goat Simulator kennt ihr alle. Sei die Ziege. Sei wie eine Ziege. Ich habe es noch nie gespielt. Dadurch bin ich auf jeden Fall durchaus relevant noch, um vielleicht einen First Look abgeben zu können. Warum gibt es eigentlich keine Abstimmungszeichen? Gut, ihr wollt, die Regie will das, glaube ich, gerade raushalten, damit ihr nicht beeinflusst werdet. Finde ich eine smarte Idee. Hey, Moment, ich habe noch nicht alle vorgelesen. Ich brauche noch ein paar. Ich mache mir den Bildschirm gerade mal hin. Könnt ihr es noch mal zeigen, Regie, bitte? Das sind also die ganzen Spiele. Wie gesagt, ihr könnt jetzt im Chat voten, welche davon gespielt werden sollen. Daymar 1998 ist ein Horrorspiel von Fans von Resident Evil. Soll ziemlich ähnlich sein, soll richtig gut sein, wurde bisher nie gewählt. Pathologic 2 ist ein experimentelles Rollenspiel, wo es vor allem darum geht, den Lügner zu entlarven. Also es gibt wohl ziemlich viele Features rund ums Thema Dialoge und Lügen. State of Mind ist, glaube ich, ein Sci-Fi-Endzeit-Dystopie-Adventure. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vectronome ist ein sehr interessantes Rhythmus-Musikspiel. Yes, Your Grace ist, weiß ich nicht genau, man kriegt die Krone auf und muss seine Burg, sag ich mal, ja, was muss man eigentlich damit machen? Ich habe es ja noch nicht richtig gespielt, aber man läuft in der Burg rum und kann Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, man muss sein Volk regieren. Und wenn das einer kann, dann natürlich er hier. Jetzt könnt ihr es wegmachen. Jetzt könnt ihr es wegmachen, liebe Regie. Jetzt könnt ihr es wegmachen, liebe Regie. Jetzt könnt ihr es wegmachen, liebe Regie. Jetzt er hier, Kingmon. Der wird also regieren bei Yes, Your Grace. Ihr könnt jetzt voten. Ich freue mich drauf, was bei rumkommt. Ich habe zwei Plattformen hier, die PS4 und ein Steam-Account mit meinem persönlichen Razer-Rechner, den ich vorbereitet habe. Ich habe auch noch, theoretisch könnten wir auch noch Halo reinmachen, aber nein. Das machen wir nächste Woche, packe ich dann vielleicht auch noch Halo Reach rein, wenn wir die große Schlacht gegen Bonja hinter uns haben. Vielleicht habe ich dann hier wieder Bock bekommen. Mal schauen. So, was ist denn nun der Stand? Vielleicht können wir da einfach schon mal reingucken, wie etwas aktuell sich entwickelt. Goat Simulator scheint. Nee, da oben ist ja noch eins noch mehr. Goat Simulator ist auf Platz 2 und Frostpunk ist auf Platz 1. Das würde bedeuten, liebe Regie, dass hier jemand noch mal kommen muss und mir die Konsole anschließen muss. Oder ihr das jetzt umschaltet und ich einfach nur das Pad in die Hand nehme. So oder so ist es für mich gar keine Arbeit und für euch ein munteres Hoch- und Runterrennen. Es tut mir jetzt schon leid. Aber ich habe leider nicht alles für jede Plattform. Ne? Kann ja nicht alles doppelt und dreifach haben. Und ich muss ja auch haushalten mit dem Geld. Das Wirtschaftsgeld. Uiuiuiui. Wieder der Arno. Da gibt's jeden Abend gibt's Hauer vom Arno, wenn du dann fragst nach mehr Taschengeld auch und so. Das geht gar nicht. Da sagt er, wir müssen sparen, mein Junge. Willst du denn, dass wir in Zukunft nur noch 105 Mitarbeiter haben statt 109? Sag ich natürlich, nee. Will 150 haben. Und dann heißt sparen, sparen, sparen. Paul, kann ich dir helfen? Du musst da hinten, musst du die Y-Stecker, musst du B-Spalte auf E, ja, und dann auf 60, glaube ich, 50 Hertz, ich bin mir nicht genau sicher. Und den dritten von links musst du reindrücken. Passiert da was? Weiß nicht, stell mal die Frequenz auf 60 Hertz, 65 Hertz, 70 Ohm Watt. Ja, siehst du? Das war's. 60 Ohm Watt ist unsere Frequenz für die PS4.
So, ihr wolltet ein Spiel ganz besonders. Welches war's denn? Frostpunk. Und nur mal kurz, ich habe mittlerweile mehr Spiele in meiner Liste. Achtet doch mal bitte darauf, wie schön die organisiert sind. Von braun zu schwarz, zu blau, zu rot, zu grau. Also da kann doch wirklich keiner mehr meckern. So, Frostpunk wird gespielt. Ich bin gespannt, denn ich habe das nur so vielleicht 20 Minuten angespielt. Alle sind gestorben, die Welt war am Ende. Bisher nicht sehr erfolgreich, würde ich sagen. Aber viele von euch haben das ja empfohlen und haben gesagt, es ist ein richtig schönes Spiel. Und es hat mir auch Bock gemacht, muss ich sagen. Aber es wirkt auf mich wie ein relativ schwieriges Unterfangen. Diese letzte Bastion der Menschheit durch den Winter zu bringen, durch den Ewigen. Aber es ist ganz gut, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal dran gewöhnen. So, ja, ich habe einen Chat da stehen. Frostpunk mit der neuen Expansion ist die Frage, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach nur die Version so, wie sie ist, runtergeladen beim PlayStation Network. Man kann euch da nicht viel mehr zu sagen aktuell. Es gibt aber zwei neue Spiele für Plus-Mitglieder zum Runterladen. Das kann ich euch sagen. Habe ich gestern gesehen. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr genau welche, aber zwei neue Spiele. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old. Stripped of pride and glory. Kurz noch die Regeln, vergesst es nicht, ihr könnt jetzt in 30 Minuten voten, ob ihr noch mehr sehen wollt und dann noch einmal weitere 15 Minuten dazu voten, insgesamt also eine Stunde. Frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. Oh nein! Oh nein! Naja gut, aber ich habe aus Versehen, ich bin auf den Button gekommen. Aber im Grunde war das auch schon die Info, ne? Es ist die letzte Bastion der Menschheit. Hier haben sie sich alle gefunden. Ich weiß gar nicht, ob da drunter ist ein alter Vulkan oder so. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir alle überleben. Vielleicht, so, jetzt muss ich erstmal reinkommen. Wie kann ich denn zum Beispiel, erstmal auf Pause. Und erstmal alles in Ruhe angucken. Das hier ist also, ich nehme an, das hier ist der Reaktor. Den brauchen wir hier unten drumherum. Aufgrund der Wärme sind die einzigen Überlebenden verteilt. Und ich muss was bauen. Okay. Wie kann ich das jetzt machen? Hier kann ich den Leuten Jobs geben. Brauche ich nicht, ne? Wie gesagt, ich habe es einmal kurz gespielt, ist aber auch jetzt schon wieder, das war letztes Jahr noch. So, gucken wir uns erstmal alles an. City Info gibt natürlich nichts, ne? Hoffnung, weil die noch nicht, die sind ja gerade erst angekommen, die wissen noch nicht, dass ich am Ruder bin, ist die Hoffnung noch so im Mittelbereich. Minus 20, Tag 4, minus 20, 80, Heimatlose und Wohnungslose. Ich könnte jetzt den Generator starten. Ich bin mir nicht sicher, ob man das machen sollte. Ich muss ja erstmal hier unten links, steht's mir auch, Stockpile some coal. Der hat keine Kohle, nehme ich an. Deswegen, das kennen wir hier bei Rocket Beans. Deswegen müssen wir erstmal hier die Supporter hier hinschicken. Und da schicke ich, wie viele Arbeiter hin? Ich nehme mal 4. Ach komm, machen wir den Kohl nicht fett, 5. So, und jetzt starten wir das Game und lassen laufen. Was ich schön finde, ist natürlich, dass man so wunderbar rauszoomen kann und dann auch hier so dieses Loch hat. Es ist richtig trostlos, man kann sich es richtig vorstellen. Die Erde ist richtig schön am Sack. Und was ich auch schön finde, ist, dass die Leute, wenn sie hier rumlaufen, und man sieht hier auch schön den Schattenverlauf der Echtzeitbeleuchtung, dass die Leute eben so kleine Spuren hinterlassen, so richtige dicke Schneespuren, mannshoch, man kann es sich wirklich vorstellen. Während sie hier die Kohle abbauen. Und ich mache mal ein bisschen schneller. Wobei, vielleicht sollte ich auch direkt hier auch ein paar weitere Vorkommen anzapfen. Nehmen hier auch mal 5. Ja, alles nicht so wirklich in der Nähe.
Hat er die denn jetzt? Ja. Das Gute ist, ich habe echt viele Arbeiter, 35 noch. Also kann ich die auch hier zum Schrott schicken zum Beispiel. Und hier auch noch zur Kohle. Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach auf den ersten Blick die Kohle. Da kommt einer, ich habe noch 15. Na, seht ihr. Und schon fangen sie an, sich in alle Richtungen zu verteilen. Und beim Arbeiten wird einem ja auch heiß. So. Construction Menu. Und jetzt fangen wir an, uns den Leuten zu nähern. Das machen wir durch Gesetze. Denn wie wir sehen, gibt es eine Menge Möglichkeiten, hier einzugreifen in die Gesellschaft. Wollen wir zum Beispiel die Kinder arbeiten? Naja, ich meine im Ernst, wir haben überhaupt... Niemand muss Mathe lernen. Kein Kind muss Blümchen zeichnen. Die gibt es nämlich auch nicht mehr. Deswegen kann man direkt sagen, Kinder sollen gefälligst auch arbeiten, dann habe ich ein paar mehr Arbeiter. Und so formt man natürlich nach und nach eine Gesellschaft, die sich dann auch dementsprechend verhält und dementsprechend auch entwickelt. Also ist ja klar, dass eine Gesellschaft, in der die Kinder arbeiten, dann nicht zu intellektuellen Massenleistungen fähig ist. Frage ist natürlich, in der Endzeit-Apokalypse braucht man da wirklich unbedingt noch viel Wissen. Ist das Überleben nicht viel wichtiger erstmal? So, der Generator, den müssen wir jetzt anmachen. Das wird mir jetzt auch nochmal gezeigt. Das machen wir jetzt auch. Drücken, anmachen. Und dann ist er auf der Stufe 1. Wie man sieht, ist es dann, wird es in der ersten Hitzezone wärmer. Und mein Problem daran ist so ein bisschen, dass ich noch nicht rausgefunden habe, wie man die nächsten Zonen erwärmt. Außer den Generator auf Vollgas sozusagen drücken, ne? So, ab jetzt kann ich also auch die Kinder schön immer einteilen. Ach komm, sollen die Kinder mal schön hier ganz nach hinten, ganz die fette Kohle ganz hinten holen. Dann machen wir dann aber auch 10, machen wir alle 15 Kinder. Ach, nur 10 maximal passen dahin, na gut. Hier, ganz am Ende, dann sind die beschäftigt, dann müssen die nicht so viel, ach, da muss ich eine Kohlenmine, oh, müssen die nicht so viel rumlaufen und kommen nicht auf dumme Gedanken, ne? Dafür 5, die kriegen auch keinerlei Hilfe von irgendwelchen anderen Arbeitern. Sehr schön finde ich die Musik an dieser Stelle. Jetzt habe ich alle Arbeiter, glaube ich, verteilt. Da haben wir die 5 schon drauf. Jetzt habe ich natürlich noch Engineers und kann hier auch viel noch bauen und muss natürlich auch viel erforschen, nehme ich mal an. Ja, aber als erstes warte ich auf mein Gesetz. Wie man sieht, also der Discontent mit mir wächst so ein bisschen, weil ab jetzt gibt es einen Anführer und damit auch einen Verantwortlichen. Und natürlich ist das Leben nicht geil. So, if they become too angry with you or lose faith in their survival, your days as their leader will be numbered. Ja, das wissen wir. Das haben wir schon häufig gesehen. Und das ist ja irgendwie auch klar. Und jetzt geht es erstmal darum, unten links die Aufgaben zu erfüllen, nämlich ganz viel Kohle zu organisieren. Jetzt mal gucken, kann ich hier noch mehr ranzoomen? Nein, das war schon das Maximum. Und hier sehen wir jetzt auch gut, alle Kohlevorräte werden abgebaut. Und jetzt mache ich mal ein bisschen schneller, damit er auf 200 kommt. So, the wisdom of the crowd. Captain, when facing demands, remember this. People usually look for the quickest solution, not the best one. You don't have to agree to everything they ask for. If you fix the problem your way, it's fine. Das ist eine sehr interessante Info. Jetzt ist wieder Pause und ich muss mal überlegen, was ich jetzt mit meinen Leuten mache. Denn die werden krank, weil sie die ganze Zeit durch den Schnee laufen müssen. Treat them, build medical posts or other more advanced buildings. Okay, erstmal machen wir kurz ein bisschen Slow-Mo. Kohle haben wir 38. Ja, da muss ich dann ja anfangen, den Generator abzuschalten, um erstmal ein bisschen Kohle zu stockpilen, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Hier wird immer noch das Book of Laws, Economy, Construction. Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Die Leute müssen ja irgendwo leben, ne? Jetzt habe ich für mich die Frage, die brauchen ja hier die Wege, nehme ich an auch. Also sollte ich vielleicht
hier, weil später kann ich dann auch Straßen bauen, die kann ich auch jetzt schon bauen, kann ich quasi sternförmig in alle Richtungen Straßen bauen, dann geht das schneller. Ich bin mir sicher, dass ich das bereuen werde, dass ich jetzt alles voll baue, aber ich habe so viele Wohnungslose, dass das mir erstmal wichtiger ist, dass die alle irgendwo leben können, arbeiten können. Dann seht ihr, da gehen sie auch schon hin, dann wird geackert, meine Freunde. So, ich mach den Generator wieder an. Ich muss ihn eigentlich auf eine Art, nee, zwei habe ich ja noch nicht, ich muss ihn auf irgendeine Art Timing einstellen. Das wäre mir am liebsten. Dass ich einstellen, Overdrive könnte ich jetzt anmachen, dann werden alle richtig warm. Das kann ich aber im Moment mir echt nicht leisten. Ne? Okay, hier sehen wir, wie es läuft. Was ich brauche, ist auf jeden Fall eine Mine. Das sieht doch irgendwie schon ganz okay aus, finde ich. Ich komme schon langsam rein. Irgendwann werde ich diese Mine hier anzapfen müssen. Diese hier auch. Ist aber alles auch nur Kohle. Aber gut zu wissen, dass, sage ich mal, genug da ist. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass hier einfach keine Kohle nachkommt. So, Simon, immer dicht an dicht bauen. Die Straßen kannst du immer dazwischen bauen. Ja, das dachte, dass das eigentlich schon dann richtig ist, so wie ich es hier mache, ne? Dachte ich. Naja, gut, die bauen sich jetzt erstmal ihre Hütten. Dadurch erfrieren wir dann mehr oder weniger erstmal alle, weil das eben entsprechend dauert. Ihr seht ja, dass sie währenddessen nicht abgraben. Vielleicht war das ein Fehler, die alle auf einmal zu bauen. Aber vielleicht muss man jetzt auch einfach nochmal ganz kurz frieren und ganz kurz durchhalten. Und dann schaffen wir es. Ich mach mal auf schnell. Die Kohle ist nämlich gleich weg. Uiuiuiui. Ich hab ein bisschen Angst. Sollte ich vielleicht die abreißen, ne? Pause. Und Pause. So. Vielleicht hier auch Pause. Jetzt ist nämlich der Generator weg und ihr müsst mal alle Kohle holen. Los! Da gehen sie durch den Schnee. Jetzt ist die Frage eigentlich, wenn es Tag ist, wird es dann eigentlich ein bisschen wärmer? Sieht nicht danach aus, immer noch 20 Grad. So, ich kann ein neues Gesetz erlassen. So, was ist noch? Child Labor, All Jobs. Also die werden dann auch Mechaniker und Lehrer. Die 8-Jährigen bringen den 6-Jährigen was bei. Und die 6-Jährigen bringen den... Wie glücklich er aussieht. Guck mal, das ist ein junger Mann, der weiß, er hat was erreicht. Der hat ein Ziel, der hat eine Aufgabe. Der weiß, was er zu tun hat. Soll noch mal einer sagen, dass der nicht glücklich aussieht? Jawohl, ja. Was heißt das hier? Die Hoffnung geht nach unten. Die Hoffnung ist... liegt in den Kindern. Keiner hier versteht meine Politik. So. Wir warten weiter, bis hier mal ein bisschen abgebaut wird. 200 haben wir. Jetzt muss ich den Generator nur noch anmachen. Seht ihr, es hat sich doch gelohnt. Und jetzt wollen wir alle Kohle. Das ist klar. Kohle sollt ihr kriegen. Die Kohle, Moment, nicht Kohle. Die wollen alle essen natürlich. Essen wollen sie. Ja, aber vorher sollten wir vielleicht die Straßen bauen und diese Shelters noch ausbauen. Vielleicht auch nicht, vielleicht wird sich das gleich zeigen, dass das ein Fehler ist, weil ich eh den Platz brauche, aber ich habe mir hier auch was Kleines freigelassen. Aber wichtig ist auch jetzt erstmal, dass ich eine Straße baue. So. Construction Streets. Hm, das sieht auch aus, als müsste man hier, ne? Man sieht's, da kann ich eine Straße bauen, da lang. Sind sie auch mit dem Ring verbunden sozusagen? Hier wäre auch möglich. Ja, machen wir hier. Okay. Ich versuche es mal gerade zu halten, weil ich glaube, dass das am Ende hilft. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Straßen, ob ich da noch mehr später machen muss. Um die mit den jeweiligen Orten zu verknüpfen. Aber zumindest in die Richtung, sodass
meine Arbeiterkinder schneller in die Mine kommen. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ich finde, das sieht ganz gut aus. Da passiert was. Ein richtig schönes Netzwerk schon. So, währenddessen baue ich Hütten und warte einfach und harre der Dinge, die da kommen. So, unten links, neue Aufgaben. Secure Food. Secure Raw Food Supply, Building a Hunter's Hunt. Was soll der denn hier jagen? Da hinten in dem Gestrüppe da, was kann der da jagen? Vielleicht zwei Karnickel und ein Eichhörnchen. Mehr ist in diesem ganzen Krater nicht. Aber gut, wir versuchen es mal. Und ein Hothouse. Build a cookhouse and start preparing meals. Also eine Hunter's Hut durchbauen und dann eine Möglichkeit, das zu kochen. Ach, hier, ne? Und ich denke die ganze Zeit, wann kommen denn die entsprechenden? Genau. 20 Bäume brauche ich dafür. Das bedeutet jetzt am Anfang natürlich, ich habe alles verbraucht für die Shelters hier. Was ja auch wichtig ist. Meine Leute müssen ja irgendwo leben, ne? Das ist schon wichtig. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass wenn ich die Hunter's Hut jetzt baue, dass ich die außerhalb bauen muss und dann erfrieren da alle Leute. Deswegen, also dieses Cookhouse werde ich mir hierhin bauen, weil das ein, nehme ich an, ein wichtiges Gebäude ist, was im ersten Ring sein sollte. Aber der Jäger, der kann ruhig auch frieren. Der muss da ja nicht leben, ne? In einer Minute könnt ihr weiter voten übrigens, ob wir das hier noch weiterspielen sollen. Hier sieht man immerhin ganz gut jetzt die Straßen, wie sie sich entwickeln. Sind natürlich aus Holz. Deswegen haben sie mir mein ganzes Holz jetzt auch weggenommen. Und ich muss halt mal schauen, ab wann ich wieder bauen kann. Ja, 20 Bäume. Wo stehen denn die Bäume eigentlich? Oben, zweite Reihe von links. Zweite Spalte von links, meine ich. 4 Bäume habe ich aktuell. Ich nehme an, dass hier diese Steel Wreckage, dass hier irgendwo Kisten sind. Ne? Wood Crates, ja genau. Da haben wir doch welche. Und ich habe immer noch Engineers, 15 Engineers, aber natürlich, also ich bitte, Ingenieure, die laufen doch nicht durch die Kälte, die holen sich doch einen Schnupfen. Die sitzen schön da, wo die Quelle ist, wahrscheinlich alle auf dem Generator obendrauf und wärmen sich das Gehirn. Sollen sie ruhig machen. Sie sind wichtig. So, 20 Bäume, meine Herren. Sieben Bäume, 10 Bäume, 12 Bäume, 13, 15, 16, 19 und Ende. So, jetzt werden wir kurz bauen. Frage ist, was muss ich zuerst bauen? Hier wird gejagt. Wir brauchen erst die Hunter's Hut. Jetzt weiß ich aber nicht, man kann nicht die wirklich hier... Wo sollte man die denn bauen? Sollte man die nicht in der Nähe vom Wald bauen, sozusagen? Nochmal kurz gucken, was steht denn da? Space here hunt every night, venturing beyond the city to track their prey in the frozen wasteland. They provide up to 15 raw food per day. Ja, okay. Ich behaupte mal, dass man die einfach hier hin rotzen kann. Wenn das nicht stimmt, dann soll mir das der Jäger doch einfach selbst sagen. Jetzt brauche ich immer noch 20 fürs Cookhouse, weil wo soll das Fleisch denn hin am Ende? Ja. Sind wir schon wieder 20 auf 20 warten. So, jetzt kommt's. Cookhouse. Schön das Kaffeehäuschen. Hierhin. Das Zentrum. Das pulsierende Herz dieser kleinen Metropole. Geili. Das wird gut. Da werden sie alle ihren Kaffee to go. Wir haben aber leider auch nicht... Ach, wir haben gar nicht so viel, ne? Wir haben nur Schnee und Holz. Schnee und Holz sind unsere Hauptnahrungsmittel. Wir nennen es Dip and Go. Ein Stück Holz in so einen Beutel voll Schnee und dann kannst du den ganzen Tag den Schnee lutschen. Dip and go! Ganz groß auf Twitter. Hashtag Dip. Jetzt, ja, warten wir halt weiter, ne? Ich mach mal schneller. Oh, wir können auch voten. Ich sehe es gerade. Wir haben die Vote-Time. Jetzt könnt ihr voten. Soll es noch weitere 15 Minuten gehen mit Freezepunk, Frostpunk? Oder sagt ihr, genug gefroren, genug gesehen, ich will das nächste Spiel spielen? Aktuell noch 50-50. Ich lasse es natürlich noch eine Weile laufen. Oh, give this kid a day off. A child got distracted at work and has been injured. The accident was not serious and happened entirely due to the child's carelessness.
Ja, gut. Er ist also ein Idiot. Aber auch Idioten können arbeiten, ne? Scold this kid for being careless. Nein, das ist falsch, weil der hat sich jetzt gerade, siehst ja, der halbe Arm ist ab. Mit dem Kind ist nicht gut Kirschen essen. Den musst du eh früher oder später zu irgendeiner Selbstmordmission außerhalb des Kraters schicken. Für jetzt kriegt er aber einen Tag frei. Kann er sich schön die Wunden lecken lassen. Was ist das hier? Ist das wichtig? Ich drück da drauf. The lack of homes stir anger. I'll provide shelter for everyone. I'll provide better housing. Also ich habe einen Tag, um 20 Leute in die Hütte zu bringen, oder ich habe zwei Tage, um bessere Gebäude zu bauen. Ich kann aber keinen Shelter bauen, Leute. I won't address this right now. Ich kann nicht, Leute. Ich kann es doch nicht ändern. Kann ich die vielleicht upgraden? Vielleicht kann ich das hier upgraden. Oh, Weather Changes. Das ist doch gut. Ich hoffe, dass es zum Positiven sich wandelt. Weißt du, wohnen hier drinnen, aber gehen dann zum Protestieren. Fressen meinen ganzen Borscht weg, um dann zu protesten. Seid ihr bescheuert? So, es kommt doch Essen. Hier, Engineers sollen jetzt halt auch mal kochen. Ingenieur ist nun wirklich nicht zu schwör. Hier muss auch jemand hin. Dann muss ich Arbeiter wegnehmen. Okay, dann weniger Kohle abbauen und lieber ein bisschen jagen. Wieso? Could not assign any citizen to work. Wovon reden wir? Wollt ihr da nicht arbeiten? Ist das nichts für euch? Vielleicht müssen die es auch erst lernen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt einige Jäger bereitgestellt hier. Das muss doch reichen. So, wer ist hier noch? Habe ich jetzt Leute eigentlich? Engineers. Ich hole noch mal ein paar Arbeiter. Vielleicht brauche ich hier auch ein paar Arbeiter. Dazu muss ich jetzt natürlich die bereits... Ah, okay. Ja, shit. Ja gut, komm. Ich muss das ein bisschen besser aufteilen. Nur noch zwei. Und dann habe ich immer noch hier ein paar übrig. Nee? Vier available? Ach, ich kann die hier gar nicht reinhauen. Na gut, okay. Ja, wenn es so ist. Dann sollen die halt alle hier hin. Gut. So, wo ist denn der Vote? Wir lösen den Vote auf. Soll es weitergehen? Ja, nein. Nein! Echt? 54% von euch möchten dieses wunderschöne kleine Völkchen sich selbst überlassen und nie wieder davon hören. Na gut, dann ist das eben so. Dann werden wir jetzt ein Vote vorbereiten, in dem, ich speichere hier nochmal ab, ein Vote vorbereiten, in dem, das ist ja ganz geil, ein Vote vorbereiten, in dem dieses Spiel fehlt und ihr die anderen Spiele auswählen könnt, zu denen wir jetzt gleich hier wechseln. So, gespeichert haben wir? Haben wir. Tag, drei Tage haben wir nur geschafft. Kurz nochmal vielleicht in den Fotomode. Guckt euch das an. Einmal noch in Fotomode. Währenddessen könnt ihr schon mal abstimmen. Das können wir ja machen. Wir machen jetzt schon mal das Abstimmverhalten. Da seht ihr jetzt gleich die einzelnen Spiele. Outer Wilds, Ancestors, Goat Simulator, Daymare, Pathologic 2, State of Mind, Vectronom oder Yes, Your Grace. Alles gute Spiele. Bei mir gibt's keinen Shit. So. Und hier können wir jetzt ein Bild machen. Ja, vielleicht mache ich noch ein finales Bild von meinem großartigen... meiner Großstadt. Bisschen monochrom. Früher waren die Leute einfach viel mehr monochrom. Ist das gut Effekt? Ah, so. Okay, eingefroren. Eiseffekt an. Alles an. Auch schön noch, genau. So. Geil. Und jetzt schön den... ne, Share... Habe ich jetzt? Nein, braucht man eh nicht. Aber es sieht schön aus. Und was hat gewonnen? Der Goat Simulator oder Outer Wilds? Ich gebe euch noch ein paar Sekunden, um euch wirklich zu entscheiden, welche von beiden Spielen ihr haben wollt. Das wird ja echt knapp. 28 zu 28,4, 28,5, 29 zu Outer Wilds, 27, 30. Jetzt, wenn man, na, wenn der Knoten ist geplatzt, wenn man den Leuten zeigt, dass es jetzt nur noch zwei
Entscheidungsmöglichkeiten gibt, dann switchen sie alle. Okay, ich würde sagen, wir haben ziemlich klar entschieden, jetzt gegen Ende noch für Outer Wilds. It is Outer Wilds. Vielen Dank an dieser Stelle für euer Mitwirken an dieser Sendung. Das freut mich echt sehr. Und da das auch wunderbar hier auf der PS4 läuft, kann ich das auch einfach direkt weiterschalten. Ne? So, Frostpunk machen wir mal aus. Ich muss sagen, um kurz ein Fazit zu geben, das war schon ein Spiel, was mir Bock gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es sehr übersichtlich ist, habe ich das Gefühl, dass das nicht allzu lange begeistern kann, weil ich mir denke, dass es irgendwann ein bisschen langweilig wird. Man hat ja scheinbar nur ein relativ kleines Areal für seine Stadt übrig. Klar kann man da wahrscheinlich die Gebäude auch noch upgraden und anderes. Aber ich hatte nicht das Gefühl, als ob das jetzt unterschiedliche Größen gab der Stadt, sodass man vielleicht noch mal woanders anfängt und es ist viel, viel größer oder so. Und da denke ich, okay, das ist dann nur so ein relativ übersichtliches Städtchen. Ist halt kein SimCity, ne? Also, ich habe Bock, es weiterzuspielen, aber ich muss auch sagen, die Kälte sorgt dann doch schon dafür, dass einem dann auch kalt wird, dass man sich gefühlt so ein bisschen identifiziert mit der Stadt. Und hier haben wir jetzt ein ganz anderes Setting, nämlich Outer Wilds, wo wir anfangen als Person auf dieser kleinen Welt, die sich gemeldet hat für ein, ich mache auch extra eine neue, für eine Expedition ins All. Wir sind also eine Art Astronaut. Oh, Moment, weil ich es gerade lese, Dalmali aus dem Chat sagt mir noch zu Frostpunk, dass das nicht ganz stimmt. Da kommt durch Forschung noch viel Neues dazu. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich muss halt vielleicht einfach mal länger noch damit spielen. Und hiermit sind wir nun im Intro eines sehr schönen, kleinen, interessanten Indie-Titels rund ums All. Und das ist ein sehr wichtiges erstes Bild. Was da nämlich gerade passiert, das sehen wir nicht zum ersten und letzten Mal. Natürlich, warum nicht als erstes, ne? Mhm. Schön rösten. Ich liebe Marshmallows. Ich hasse sie, weil die sind nur Zucker und eklig und ich versuche sie auch nicht mehr zu essen. Aber es gibt echt nichts Geileres, als das Ding am Feuer so zu schmelzen. Dann hast du vorne diese gaumenverbrennende Schicht. Ultra heiß, aber sehr flüssig. Und dann darunter ist der ganz normale Marshmallow. Und du kannst es quasi immer wieder machen. Anrösten, sich alles verbrennen. Anrösten, sich alles verbrennen, die ganze Zeit. Ich liebe es. Ah, so. Ach nein, zu viel! Alles falsch gemacht. Brennen darf es nicht. Kann ich nicht essen? Doch. Okay. Ja, warum nicht? Was ist Slate? Ich versuche das jetzt mal ein bisschen schneller alles durchzuklicken. Denn es gibt leider keine Sprachausgabe. Aber ich brauche die Launch-Codes von Hornfels. Und ich wüsste sie eigentlich schon, denn ich habe die Ecke ja schon mal gespielt. Aber auch damit ihr so ein bisschen mit mir das Abenteuer erleben könnt, spiele ich das jetzt noch mal nach. Es geht im Grunde darum, dass wir eben einer der vielen Raumfahrer sind, die durch Tradition sozusagen hier verpflichtet sind, den Planeten zu verlassen. Und wie man hier sieht, da sind ganz viele andere Planeten, die um uns rumschweben. Manche kann man nah erkennen, manche nicht. Die alle zu erforschen, das ist so mehr oder weniger unser Job. Und hier kann ich ein bisschen üben. War furchtbar schwer am Anfang. Ich finde das hier fast schwerer als das echte Landen. Ah! Nein! So, und so landet man. Das war perfekt. Danke für dieses Training. Und achtet ruhig auch mal hier, sieht man auch genau die aufgehende Sonne, die Echtzeitschatten, die Echtzeitbeleuchtung. Das mag ja jetzt optisch nicht unbedingt top-notch sein, aber es ist schön gemacht und sehr liebesvoll, weil man eben wirklich auf dieser kleinen Kugel sich befindet, die sich wiederum im All befindet und um andere Kugeln kreist.
Hier wird alles viel erklärt noch, wie alles funktioniert. Jetzt gerade mache ich einen Snapshot zum Beispiel des Satelliten. Da seht ihr schon mal, was ich gerade beschrieben habe, dass da tatsächlich eine echte Welt existiert, um die sich alles kreist und dreht, wortwörtlich. Ja, und hier kann ich mir halt, das alles ist quasi deren Museum. Deren Raumfahrtmuseum, kann ich mir alles angucken. Kann ich hier, kann ich da machen? Pilot Seat, genau, halt Informationen, ne? Das soll uns aber auch egal sein, denn wir haben viel zu tun und brauchen diesen Quatsch nicht. Der Launchpad ist flammable? Ich meine, logisch, ist aus Holz, ne? Irgendwie klar. Aber ihr werdet das alles gleich verstehen, sobald ihr das Raumschiff mal von innen gesehen habt. Und das ist irgendwie auch schön, dass man eben hier diese Welt, die man, für die man gleich ins Weltall fliegt, dass man die noch kurz kennenlernt, vielleicht den Leuten auch nochmal Tschüss sagt. Man weiß ja nicht, ob man wiederkommt. Und dazu die Musik. Alle finden mich geil, weil ich bin Astronaut und ihr nicht. Can we use your Signaloscope? Ja, ich lasse ihn das gerade mal. Nein, das ist die Scheiße mit dem, oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich den jagen und suchen. Aber dieses Scope ist wichtig und das wird einem dadurch auch ein bisschen erklärt. Damit kann man nämlich aus irgendeinem Grund Dinge finden, die sich verstecken. Aber jetzt komme ich hier ja gar nicht mehr hoch. Der ist da. Ja, genau, komme ich da irgendwie hoch? Und hier? So? Nein. Oh shit, wie bin ich denn hier jetzt gelandet? Das ist ja scheiße. Voll in der Pampa. Komm ich nicht mehr raus? Das ist nicht euer Ernst. Okay. Da kriegt er schon Panik, der Simon. Da dachte er, er hat schon die eine Ecke gefunden, wo man nicht mehr rauskommt. Ja. Ich kann jetzt hier den Leuten helfen, aber ich habe mich entschieden, dass das Quatsch ist. Ich gehe lieber. Also helfen. Ich kann die Jungs jagen. Ich erinnere mich an Shenmue, da gab es eine ähnliche Geschichte. Habe ich dann auch nicht richtig gemacht. Da ist nämlich einer. Siehst du, da habe ich ihn. Wie komme ich da hin? Auch nur einer. Es sind ja zwei in Wirklichkeit. Oh, muss ich die jetzt echt auch noch suchen? Weiß doch, wo er ist. Na gut, komm, mach mal schnell. Was soll's. Vielleicht komme ich von hier oben hin. Da muss ich hin und dann von oben kommend. Ham, springen. Das war's. Jetzt ist sie glücklich, ne? Ist doch schön. Jetzt haben wir die Mission erledigt. Das ist natürlich alles nur Tutorial, um mir beizubringen, wie es läuft. Ja, der Ton wäre nicht so gut. Ich weiß nicht genau. Bei mir ist er okay. Ich glaube, es ist einfach teilweise nicht hundertprozentig perfekt abgemischt. Wir bewegen uns weiter zum Observatorium, denn wir wollen ja die Launch Keys bekommen. Und ist auch interessant, weil hier natürlich ist ein sehr kleines, hier ist das Zero-G Cave, okay. Was kann man da machen? I say to your old flight coach before you launch, I've got Zero-G training set up. Ja, könnte ich jetzt machen, aber da kommen wir gleich noch hin. Keine Sorge. Das ist auch schon wieder irgend sowas. Was ist das? Ah, okay, das ist irgendeine Form von, ich sag jetzt mal Infrarot, auch wenn es das wahrscheinlich nicht ist. Naja, so kriegt man hier halt wirklich alles beigebracht. Aber wie komme ich denn jetzt hier zum Observatorium? Das sieht so aus, als wäre das, als wäre ich falsch. Naja, schauen wir erstmal durch den Scout Launcher. Ah, das ist ja geil. Ja, okay. Seht ihr, das habe ich gar nicht. Da kann man halt wirklich einfach so einen Scout hinschießen. Okay, ich hole ihn wieder. Und dann schaut er sich halt die Welt ein bisschen an. Ne? Man schießt im Grunde eine Kamera in die Umlaufbahn. Und das finde ich auch schön, dadurch, dass dieser Planet so klein ist,
hat man natürlich es auch leichter als Bewohner dieses Planeten, die Erdanziehung zu überwinden. Die Gravitation in dem Fall. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die hier mit sehr einfachen Mitteln auch Raumfahrt betreiben können. Das finde ich irgendwie sehr schön gelöst. Okay, jetzt würde ich aber schon gerne auch wieder hier runterkommen von der heißen Reise. Kann ich nicht abbrechen. Hallo? Retrieve und pull away. Okay. Sehr spannend. Okay, ich muss zum Observatorium. Dazu laufe ich hier am Rand entlang. Okay. Gleich am Mess. Ja, schon irgendwie ist die Musik weg, ne? Irgendwie ist komisch. Regie, sag dir mal Bescheid, wenn ich, falls die Musik oder falls ich irgendwie was am Ton vielleicht umstellen muss. Vielleicht ist es wieder falsch eingestellt. Oder es gibt hier halt einfach wenig Geräusche. Kann auch sein. Nein! Ach, gut. Okay. Ich glaube, dass das hier auch eine Art Museum ist, genau, das Raumfahrtmuseum für all die Errungenschaften, die man teilweise, die Erfahrungen, die man halt gesammelt hat. Hier wird halt alles irgendwie archiviert. Ich glaube, dass es eine größere Mythologie hinter dem Ganzen gibt, die man nach und nach entblättert. Ich selbst habe davon nur wenig bisher gesehen, natürlich hier und da ein bisschen was erforscht, aber ich habe es ja auch nur angespielt. Ah, das ist doch mal ein schöner Effekt. Hier sehen wir die Map. Hier sehen wir, wo wir gerade sind und wo man theoretisch überall hin könnte, ne? Und das ist echt cool gemacht. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, ja, da möchte ich überall hin. Da sieht man mal, wie klein alles ist. Also auf den Addle Rock könnte man sehr leicht, da war ich auch schon, da werde ich auch hinkommen. Aber zu einem Brittle Hollow kommen ist natürlich viel schwieriger. Da muss man ja genau planen, da muss man gucken. Hier der Interloper, das ist so ein Meteorit. Da sieht man ja dann an den jeweiligen Bahnen, wann der in der Nähe ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt quasi in diese Richtung starten würde, könnte ich es halt zum Interloper schaffen. Aber dazu brauche ich die Launch Keys erstmal. Ich weiß offen gesagt nicht, was ich wirklich machen werde dann. Erstmal ins All nachdenken kann man immer noch. Ja, dann gib die doch jetzt her. Moment. Ah, da sind sie ja. Kann sich die mal einer merken? Was sind das denn? Strich? Oh Gott, das kann ich mir doch nicht merken, Leute. Was ist das? Das sind doch keine Launch-Codes. Moment. Da mache ich mal ein Foto von. Wollte mich hier verarschen. Morse-Codes sind es. Okay. So, ich habe ein Foto. Dann muss ich hier nur noch aus meinem Talk rauskommen. Gerne hätte ich eigentlich jetzt irgendwie einen Shortcut zu meiner Rakete. Ja, vielleicht, wenn ich unten bin. Hier ist der Gang von eben. Dann nehme ich an, hier geht's weiter, oder? Kann das sein? Nee, das ist auch nur für Mondgestein. Hä? Moment, das hatte ich doch gerade. Das stand doch gerade da. Was? Jetzt steht's da? This is very weird. Strange rock moving around in this grotto appears to react to conscious observation. Das ist ja interessant. Das ist ja mal eine sehr interessante Geschichte. Sobald man wegguckt, ist er woanders. Oh. Gut, dann gehen wir. Ups, da geht's raus. Gehen wir halt wieder zu Fuß. Gehen jetzt ab. Mysteriöse Sachen passieren. Ich schaue mir dein Leben an, was gestartet hat vor 15 Minuten. Und sollte dir was passieren, dann wirst du hier wieder starten. Das ist mehr oder weniger das, was gerade passiert. Es ist einfach speichern und eine Art Wiederkehrmöglichkeit. Ich kann einfach nicht sterben nach dieser Geschichte. Das wird hier nochmal genauer thematisiert. So,
Und wir haben noch 2 Minuten, um zu voten, ob ich dieses Spiel weiterspielen soll. Eine weitere 15-Minuten-Session steht theoretisch an. Ich pack da mal 1 Minute, vielleicht 2 Minuten noch drauf, denn ich möchte natürlich schon noch mal ins All fliegen, damit ihr zumindest seht, was eigentlich das Ziel des Spiels ist. So habt ihr vielleicht eine bessere Entscheidungsmöglichkeit auch. Das hier ist wohl nicht der Launch. Okay, dann muss es ja hier sein, ne? Da sind wir wieder am Anfang. Das Ganze ist ein Rundweg. Ist ja auch, wie gesagt, ein sehr kleiner Planet. Und schon können wir losfliegen. So, wir haben jetzt noch mal 3 Minuten und 50, bevor der Vote startet. Ihr braucht also jetzt noch nicht voten. Und gleich wird dann Ja oder Nein gewotet. Wie gesagt, jetzt braucht ihr noch nicht voten. Lasst mich gerade erst noch mal ein bisschen rumfliegen und das alles angucken. Ich liebe es, wie das zusammengebaut ist. Das erinnert mich sehr an Breathe Edge, was ja auch so diesen Do-it-yourself-Russen-Style hatte. Hier ist es noch ein bisschen lächerlicher, ne, wenn man überlegt. Das ist ja alles Holz. Ah, das sind die einzelnen Planeten, ne? Da kann man sagen, gut, habe ich hier schon mal irgendwas mit erreicht? Nein, das sind die Rumors, was es da theoretisch alles gibt. Also in dem Fall ist es der Planet, auf dem ich ja schon bin. Hier sind die, ist meine ganze Umgebung. Also es geht darum, die Planeten zu erforschen. Und da sind schon einige interessante Dinge. So. Bevor ich jetzt alles spoiler, fliege ich doch einfach lieber selbst. Jetzt kommt der komplizierte Part. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist die. Das ist die Lift-Off Landing Camera. Ich drücke Gas. Jetzt muss ich die Schwerkraft natürlich überwinden. Frage ist, wann habe ich das geschafft? Noch nicht. Okay. Und dann schalte ich um zur Space Cam. Und die zeigt mir dann vielleicht am ehesten, welche Richtung ich eigentlich muss. Aber immerhin bin ich außerhalb der Schwerkraft, sonst würde ich mich ja wieder nach unten bewegen. So, kann ich mir das als Ziel eigentlich setzen? Lock on, okay. Kann aber nichts sonst machen. Ha! Ey, siehst doch gerade, dass das hier, dass ich das, ne? Engage Autopilot. Damit macht er das schon mal. Jetzt die Frage, sorgt er jetzt auch dafür, dass ich da hinkomme automatisch? Weil bisher bin ich immer. Na geil, er macht das tatsächlich automatisch. Bisher bin ich immer manuell geflogen. Aber das ist ja schön zu sehen, dass das auch so geht. Das ist er auch schon. Der Planet. Brittle Hollow. Scout Launcher. Ach, da kann ich dann einen Scout. Ja, okay, das hatten wir ja schon. Aber das wusste ich gar nicht, dass das auch so geht. Fliegt er auch wieder. Das ist super. Das ist so irgendwie. Es ist halt total blöd, weil man in einer Holzrakete fliegt. Aber es ist in sich genommen auch sehr realistisch, wie es zumindest von den physikalischen Gegebenheiten so funktionieren scheint. Das ist doch irgendwie ganz geil. Oh, nee. Beinahe wäre ich hier scheiße gelandet. Ich hätte auch automatisch natürlich alles machen können, aber der coole Astronaut landet von Hand. Zack. So. Was ist los? Hey, was geht hier ab? Was ist los? Wie bin ich gestorben? Wie bin ich gestorben? Warum? What happened? Ich bin auf jeden Fall tot. Ich weiß aber echt nicht, warum. Naja, ihr, während ich jetzt, ne, ich werde jetzt, genau, jetzt komme ich wieder und lerne zum ersten Mal, ach, ich lebe endlos, meine Erfahrungen gehen mit mir, wenn ich sterbe, sehr schön gemacht. Während das hier passiert, kein Sauerstoff? Ach, da ist kein Sauerstoff. Ich hätte vielleicht einen Helm anziehen sollen, ja. Ja, das ist interessant, weil ich war auf einem anderen Planeten vorher und da war Sauerstoff, deswegen habe ich da jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Der grüne Planet ist der gute, ne? So, und aus irgendeinem Grund hat, glaube ich, dieses Ding, ne, diese Zerstörung, hat irgendwas damit zu tun, dass es immer wieder neu beginnt. Vielleicht muss ich diesem Ding einfach mal nachfliegen irgendwann. Ja, habe ich alles. Habe ich alles. So,
So, und währenddessen, ich starte jetzt eine weitere Exkursion, könnt ihr voten. Wollt ihr noch weitere 15 Minuten sehen mit diesem herausragenden, sehr interessanten, genau, Suit Up. Das hätte ich von vornherein machen sollen. Sehr interessanten Raumeroberungsspielchen. Oder wollt ihr irgendwas Neues aus der großen Last Call-Reihe an Spielen haben? Ja oder nein? Mehr oder weniger? Ja bedeutet, ich spiele noch ein bisschen. Nein bedeutet, wir suchen direkt knallhart und herzlos das nächste aus. Das ist toll, oder? Hier so. Und toll. Hihi. Hammer. Hammer. Für süße kleine Planeten. So ein bisschen wie eine realistische Version von Mario Galaxy. So, jetzt machen wir es nochmal richtig. Ich denke, auf die Sonne kann ich wahrscheinlich nicht landen. Gegenschub, Gegenschub, Gegenschub! Gelandet. Okay. Gelandet! Adler ist gelandet. Zack. Bilderbuchlandung. Guckt euch das an, wie perfekt hier am Rand, am brüchigen Rand gelandet. Wie kann ich das reparieren? So. Kein Problem, machen wir alles. Was ist hier noch? Ich bin ein braver Reparierer. Okay, gut. So, haben wir den Vote? Entschuldigung, ich habe den Vote eben vor lauter Panik, vor lauter Weltraumerforschung habe ich den Vote nicht gesehen. Ja, es geht noch weiter. Okay, es geht noch 15 Minuten weiter. Vielleicht kann die Regie schnell mal mir solch einen Countdown vorbereiten. So, ich habe auch ein Jetpack, damit ich mir das alles näher angucken kann. Meistens muss man in die Planeten rein. Habe ich gelernt, weil da sind oft die interessanten Dinge. Die meisten Planeten hier sind hohl. Und darinnen befinden sich häufig dann Artefakte einer vorangegangenen Zivilisation, über die wir ja mehr erfahren wollen. Was ja so mehr oder weniger auch Teil unserer unseres Erforschungsauftrags ist, sozusagen. Oh, toll, oder? Wie das aussieht. Hier ist mit dem Eispol. Da ist ein Gebäude. Shit, das hätte ich besser nicht gemacht. Alter Artefakt. Geil. Was machen wir hier? Irgendwas sammeln. Ne? Oh, das sieht spannend aus. Das sieht gut aus. Als sollte ich hier das mal angucken. Kann ich da irgendwas mitmachen, ne? Was kann man damit machen? Digital, links, rechts. Vielleicht dann, genau. Da unten spielt jemand Banjo. Das höre ich doch. Kann ich Sachen nehmen damit? Oh, okay. Eine Kamera rumgeschossen. Ja. Da sehen wir immer diese Wand. Okay, gut. Bin mir halt nicht sicher, welche von diesen Dingen für mich eventuell noch von Relevanz sein werden und welche nicht. Kann ich irgendwas hier nehmen? Nein. Gut, dann gucken wir jetzt erst noch mal da, wo der Banjo-spielende Astronaut war. Das muss ja hier irgendwo unten sein. Ah, hier ist was. Das kann ich übersetzen. Oh, unten drunter ist also die Hanging City. Mal gucken, ob wir da runterkommen. Nee, hochkommen wir nur. Da liegt einfach mal ein wenig Jetpack-Fuel rum. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie komme ich jetzt dahin? Das hier vielleicht? Ist das vielleicht ein Teleporter? Nee, ne? Gar nichts. Leuchtet aber so komisch.
Was ich wissen will, ist ja nur, wie ich ein Stockwerk runterkomme. Hier ist kein Durchgang. Aber hier war ja auch irgendwo was. Dann muss ich halt einfach mal die Planetenoberfläche absuchen, bis ich beim Loch ankomme. Ich habe noch ein bisschen Fuel, ich habe auch noch genug. Ich finde, ich habe noch genug Luft. Uiuiui, wichtig ist in der Mitte, das ist ein schwarzes Loch im Innern des Planeten, da wollen wir alle nicht hin. Das war ja krass. Hallo, Riebeck! Und der guckt sich halt die Hanging City an und chillt mit Dosenbohnen und dem Banjo. Banjo und Bohnen, mehr braucht man nicht. Oh, ihr kannst halt, ne, jetzt erklärt er mir natürlich die schönen Orte der Umgebung. Brauche ich aber alles nicht. Ach, nee. See you later, Alligator. Kann man immer machen, ne? Banjo und lustige Helme ist immer gut. Finde ich, fehlt auch in Dark Souls. Da gibt es so einen ähnlichen Helm, aber leider kein Musikinstrument. Keiner sitzt rum und spielt auf irgendeinem alten Zombie die Best Hits. Warum ist das so? Gibt es keine Musik in Dark Souls? Okay, also hier könnte ich doch jetzt mal einen Scout schießen, oder? Hier können wir doch jetzt mal was rumschießen. Warum nicht? Retrieve? Genau, so. Ah, der fliegt jetzt an die Wand, oder was? Nee, er fliegt tatsächlich im Innern herum. Das sieht genauso aus wie hier. Ist halt, oh, und dann fliegt er wahrscheinlich... Ah, seht ihr, wird physikalisch durch das schwarze Loch immer mehr so herumgewirbelt, aber er scheint nicht ganz, ja, er hat eine relativ stabile Flugbahn, würde ich jetzt fast sagen. So. Er hat aber auch was entdeckt, was mir gefallen hat, und zwar war das so ein, da ist was, sehen wir, da war auch so ein Teleporter-Beam. Vielleicht muss ich da mal hin, aber erst noch mal gucken, genau, hier ist nämlich auch so ein Ring. Wir haben das ja alles noch gar nicht übersetzt. Tower of Quantum Knowledge. Aha. Nehme an, das ist so ein bisschen die der Stock, das Stockwerk. Gucken wir mal. Das ist gut, dass ich nicht selbst fliegen muss. Ah. Seht ihr? Von Ring zu Ring. Ups, was ist das? Ist das gut? Ist das schlecht? Soll das so sein? Sollen wir das Angst machen? Dass das hier alles so nach unten bricht und auseinandergeht? Hui! Ja, ich habe fast das Gefühl, dass dieser Planet nach und nach aus den Fugen gerät. Ah, hier ist dann auch wieder so ein Feuermechanismus. Nach oben. Okay, das können wir gleich machen. Erst nochmal hier scannen. The Tower of Quantum Knowledge. Ja, würde ich doch gerne haben. Gib mir da all dein Wissen. Na, so funktioniert es nicht, ne? Nee. Kann ich das nicht irgendwie... Okay, dieses Knowledge bringt mir halt einfach nichts. Ich dachte, dass ich jetzt irgendwie Dinge in Erfahrung bringe. Oh, hier ist auch noch was. Ah, seht ihr, ich kann auch die Frequenzen umstellen. Na gut, ich weiß noch nicht genau, was diese Mauer hier soll.
Aber sie ist ja auch kaputt. Also ist das vielleicht Teil des Problems. Habe ich denn beides schon gesehen? Erzählt dir das nämlich noch was. If you're making your first pilgrimage to the Quantum Moon, ascend these stairs and obtain the last of the knowledge you need for your journey. Ja, aber Shiplock updated. Okay, dann habe ich das ja. Dann habe ich jetzt irgendwas Wichtiges. So. Das ist sehr schön. Sehr schöner Effekt. Hui. Das ist echt krass. Ich frage mich wirklich, ob das Ding nach und nach einfach kaputt geht. Ich glaube schon. Hammer. Da muss ich mich ja echt beeilen, langsam. Southern Observatory, okay. Das ist wahrscheinlich hier unten gleich. Hm. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das hier ist auf jeden Fall das Observatory. Knochen, kann ich die gebrauchen? Nee, will keiner. Ob das noch geht? Geht's nach unten? Aber ich will ja eigentlich zu meinem Schiff. Nee. Doch, so. Genau. Ey, was? Hallo? Aber ich dachte... Ah, shit! Ah, jetzt bin ich hier gefangen. Auf ewig! Oder vielleicht gar nicht so ewig. Wichtig ist, dass ich mich wieder rausschieße aus der ganzen Kiste. Ah! Okay. Warten, bis das Fuel wieder voll ist. Au! 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 Das tat weh. Das tat weh. So. Ja. Hab ich gut gemacht. Was? Mein Schiff? Jetzt muss ich halt nochmal einen Weg fliegen. Na gut, dafür hole ich jetzt ein bisschen Anlauf. Die Gravitation des schwarzen Loches müsste mir ja dann eigentlich helfen, quasi ein bisschen Schwung zu holen. Und wenn ich dann mit dem Schwung im richtigen Moment... Oh Mann, ich bin ein fucking Astronaut, meine Freunde. Fast. Fast Astronaut. Fastronaut. Ich bin Fastronaut. So. Geil. Dieser Simon. Mann, Mann, ein Mathematikgenie. Er fühlt es einfach. Er hat die Note nicht bekommen in der Schule, aber er hat definitiv das richtige Feeling für die Weltraumreise. So, damit bin ich genug erlebt und entdeckt. Können jetzt hier auch den Planeten abhaken. Steht ja auch Service Integrity 60%, das ist nicht viel. Macht's gut, ihr Trottel. Ah, kann man da auch drauf? Das kann ich mir schwer vorstellen, ne? Man hier überleben kann. Weil sicherlich ist hier irgendwo auch was versteckt. Irgendwo. In einem der Krater. Da zum Beispiel. Seht ihr, da ist doch was. Soll mir noch mal einer sagen, da ist nichts. Die wären ja bescheuert, wenn sie hier nicht auch... Na, Achtung, jetzt kommt ein sehr diffiziles Andockmanöver. Nur die allerklügsten Menschen wären überhaupt möglich, auf diese Idee zu kommen. Zack, Alter! Ich bin... So, wir halten jetzt hier schön an. Ja, perfekt. Perfekt. Wer sagt denn, dass das Ding nicht genau richtig ist so? Wer sagt denn, dass das nicht die richtige? Ne? So. Du kannst nix. Da, das ist wichtig. Ein Projection Stone.
Ah, dann kann ich das nämlich lesen. Friends in the Timberheart Mines, the last type. Oh, Moment. Type of ore you sent has survived the longest in direct heat. Can you send us more of the same for additional testing? We're attempting to improve its durability, and our forge has already burned through everything you sent. To deliver more ore to Hollow Lantern immediately, you must be fired up upon crafting the Ash Twin project. At gratitude, I imagine we will also have an updated estimate soon. How much arc is ore is needed to seal up the Ash Twin project? Will be significantly more. The smallest cracker opening in the shell would destroy everything. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke auch. Sehr schön, wie hier ein Gespräch mehr oder weniger sich zeigt, ne? Durch die Analyse hier. Sehr, sehr interessant. Kommt denn hier jetzt was anderes oder dasselbe? Nee, ist jetzt wieder was ganz anderes. Jetzt sehe ich diese Welt, wie sie früher aussah. Kann das sein? Oh, oh, oh. Oh ja. Ja. Viel sieht man hier nicht, ne? Außer dass das halt alles mal ein Raum war früher. Ja, ich meine, ich weiß, man weiß auch nie genau, was wirklich wichtig ist und was einem nur in der Geschichte sozusagen weiterbringt. Aber ich glaube, hier ist auf jeden Fall ein Rätsel verpackt. Ich weiß nur nicht genau, welches eigentlich. Aber den nehme ich mal mit. Den nehme ich mit. Wer weiß schon, wann man es braucht. So. Kann ich das hier irgendwo lagern? Denn wir müssen gleich wieder den Suit. Nee, ich will doch auf jeden Fall. Oh, jetzt kann ich sogar Gear Options. Gott, hier ist so viel, ne? Okay, ich kann dieses Ding hier offensichtlich aber nicht wegwerfen. Ich kann es einfach nur die ganze Zeit dabei behalten. Ihr könnt neu voten, und zwar, ob wir weiterspielen sollen. Eine weitere Viertelstunde hättet ihr noch. Jetzt müsst ihr entscheiden, ob ihr noch mehr sehen wollt. Während ich weiter nach in den schwarzen, kalten, unwirtlichen Weltraum fliege und der Dinge harren, die da noch kommen. Hier sieht man auch nochmal, da ist nicht mehr viel übrig von den Planeten. Irgendwann sind die alle kaputt. Immerhin haben wir schon zwei oder mehr von diesen ganzen Planeten in unserem Sonnensystem uns angeguckt. Das ist ein großer Erfolg. Versuche ich mir mal den hier genauer anzugucken. Da ist nämlich, wie man sieht, oh, jetzt sehen wir es, das könnte interessant werden. Da ist nämlich dieses komische blaue, diese blaue Explosion hergekommen, die wir gesehen haben. Ja, wie der Jupiter, hier ganz viele Stürme. Könnte sein, dass das irgendein gasförmiger Planet ist. Ups, 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 jetzt bin ich aber wieder, bin ich leider falsch geflogen. Dann vorbei. Habe ich ein bisschen die Dynamik unterschätzt, sozusagen. Ich fliege jetzt aber mal ganz easy hinterher, ne? Frage ist, kann ich den überhaupt noch einholen? Ist der nicht eventuell schneller als ich? Das sieht so aus, ne? Das sieht durchaus so aus. Ja gut, dann werde ich mir erstmal eine Map holen und mir den hier aussuchen. Vielleicht finde ich auch... Timberheart hatten wir schon, oder? Hatten wir den schon? Ach, das ist... Timberheart ist... Da kommen wir her, oder? Ja, ja, genau. Vielleicht versuche ich mal den Kometen, ich weiß nicht, schwierig. Na gut, nehmen wir erstmal ihn. Ja. Wie kann ich ihn, na gut, das müsste funktionieren. Gucken wir mal. Er macht das jetzt automatisch, währenddessen werden wir kurz den Boot auflösen. Ob wir noch weitermachen, ja oder nein, das möchte ich noch wissen. Computer, geben Sie mir doch bitte die Unterlagen. Knapp. 54% sagen nein. Gut, dann ist das halt so. Wir sind im All und treiben durch das All und kommen vielleicht nie an
Vielleicht müssen wir auch hier jetzt in diesem Planeten verglühen. Vielleicht landen wir einfach mal hier auf der Sonne. Ich will auf der Sonne landen. Was? Nein! Ah! Busch! Ja, damit beenden wir das und machen gleich weiter. Ihr könnt jetzt weiter voten. Während die Werbung läuft, könnt ihr voten, was weitergespielt werden soll. Dieses Spiel ist raus fürs Erste. Ihr habt noch eine Menge zur Auswahl. Wollen wir die Wahl ganz kurz noch einmal einblenden? Dann könnt ihr schon sehen, was es zu wählen gibt. Dann könnt ihr jetzt während der Werbung klicken. Ganz viel klicken. Ich warte noch kurz auf die Regie, die es wahrscheinlich jetzt einrichtet und dann mir gleich die Liste nennt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird sie euch die gleich einfach einzeigen. Wie bitte? Können wir nicht einblenden? Okay, also, aber die Leute sehen sie intern oder soll ich sie nochmal? Läuft und ihr könnt voten. Aber wir können die nicht einblenden. Also hoffentlich wisst ihr noch, welche Spiele es waren. Wir sehen uns gleich wieder mit dem, ja, von euch dann gewählten Spiel. Bleibt also dran und klickt mit hier bei Last Call. Bis gleich. Und wir sind zurück bei Last Call, dem Spiel, wo ihr entscheiden könnt, was gespielt wird. Und ihr habt die Votes, glaube ich, gesehen in der Werbezeit. Deswegen jetzt hier die Auflösung. Und ihr könnt auch gerne noch mitbestimmen. Wir werden gucken, wann wir uns entscheiden. Es gab, glaube ich, am Anfang ja so an die 8 Spiele. Jetzt sind es mittlerweile ja eben nur noch 6. Das heißt, es werden immer weniger. Ich habe auch noch ein paar in der Reserve für die nächsten Male. Also wundert euch nicht. Freut euch auf jeden Fall lieber auf ganz viele angespielte Indie-Titel, bekannte Titel, alte Titel, neue Titel, eigentlich alles, was ich da so einfach finde und reinquetsche. So, hier ist die Auflösung. Er kann nicht eingeblendet werden, aber gewonnen hat Goat Simulator. Das ist ja interessant. Den habe ich mir gestern runtergeladen. Der ist nämlich umsonst für Plus-Mitglieder. Ja, viel mehr weiß ich nicht. Hier ist das Titelbild. Ich mag es jetzt schon. Ich, ja, zu spät. Tut mir leid, Chat, da. Regie manchmal. Ja, ein Ticken zu spät. Jetzt einfach mal gucken, was man hier eigentlich machen kann. Ich kann es euch nämlich echt nicht sagen. Also, man kann rennen, springen, an Wänden rennen. Und das rechte ist skaten oder was? Ist es ein Manual? Ich weiß. Unten und oben? Okay, gut. Es wird schon irgendwie gehen. Ich habe gesehen, dass es 4 DLCs mittlerweile gibt für dieses Spiel. Ja, und jemand schreibt ja auch gerade, Goat Simulator ist sowas von ausgelutscht. Ja, das ist ja das Spannende, ne? Es mag ja ausgelutscht sein für Leute, die es halt kennen. Ich selbst hab's noch nie gespielt. Und ich bin mir sicher, ganz viele, die es auch nicht kennen, fragen sich jetzt, ey, was mache ich hiermit? Was soll das? Okay. Ja. Ha! Das gibt fette Punkte. Was kann ich noch? Kann ich das Auto anlecken? Kann man nicht. Bayhem. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Goose. Untitled Goose Game, ne? Nehme ich an. Da. Kann das. Nee? Ich will dich aber. Ich würde gern einen an das. Gern einen mit der Zunge an das Auto kleben. Goose Salto. Ich sehe nun, was für eine Art Spiel das ist. So eine Mischung aus Tony Hawk's Pro Goater und Open World Sandbox. Spaß. Hui! Okay. Kein Wunder, dass das umsonst ist. Okay. So, gucken wir mal. Und immer dran denken, mit so etwas verdienen Menschen Geld und ihr nicht. Ich? Komm, ich will dich ziehen. Geht nicht? Echt? Schlecken! Geht schon mal echt nicht. Aber Fahrradfahren geht sicher. To use. Sagt, was ihr wollt, aber das ist schon lustig. Nicht unlustig. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie es geht. Ah! Nein! Nein, das Fahrrad ist weg! Kann ich Auto fahren? Airlick Car.
Nein, hör auf zu lecken. Lass das Auto. So. Ich hab das Gefühl, das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Eigentlich euch noch eine Beta-Version. So, Star Time Trial. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche irgendeine Mission. So. Dieses an der Wand rennen, ne? Muss ich noch lernen. Manual unten oben und dann und balancieren ist dann einfach halt den linken Stick entsprechend halt. Okay. So, das, genau! Okay. Zack, zack. Da, 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 da. Moment, zu viel! Zack, zack. Zack, zack. Aber wie? Muss ich dann vielleicht hüpfen? Das ist so eine Art, ja, es ist ja wirklich so ein Skate-Manual. So ein bisschen wie Tony Hawk tatsächlich. Jetzt kann ich die Sachen kombinieren. Ach, ich habe eine. Ich habe eine Aufgabe eigentlich. Ja, das ist nicht so einfach. Nur erstmal klar wurde. Warum kann das Ding nicht nur geradeaus fahren? Warum kann es nicht lenken? Kann die Ziege nicht lenken oder was? Hat die keine Hufen? Mit deinen Hufen lässt sich rufen. Los, die Hufen kommen mir wie gerufen. Statt nur Hufen, sei auf Kufen. Okay, ich habe keine Ahnung, aber ich habe Punkte gemacht. So, das war doch ganz gut. Ragdoll ist Kreis, da kann ich mich einfach fallen lassen. Irgendwas lecken, klar. Sprinten, Perfect Landing, das ist immer ganz wichtig. Die Ziege von heute muss perfekt landen. Da. Genau. Die hauen aber wirklich hier die CO2 raus, ne? Das kostet richtig viel Geld, diese ganzen Klimaanlagen. So, mit dem Fahrrad vom Dach runterfahren. Gebe Gas. Ach, das ist gar nicht Gas, das ist Springen. Schaffen wir es? Ey, bin ich im Haus? Wie bin ich denn ins Haus gekommen? Durchgeklippt. Tür auf. Was ist das hier? Das ist ja wie so entstehen Hirschgeweihe, meine Damen und Herren. So, exakt so. Ah, warum kann ich das jetzt nicht gucken? Gib mir doch bitte diesen Clipping. So entstehen Hirschgeweihe. Du hast dein Hirschgeweihe aber falsch aufgehängt. Ist auch eine Ziege, ja. Okay, what? Das war ziemlich cool. 2000 Punkte. Nicht schlecht. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen, ne? Die Mucke ist auch gut, gefällt mir gut. Warum kann ich so ein Spiel nicht entwickeln? Okay, wie komme ich raus? Raus aus dem Haus. Aus dem Haus raus kann ich vielleicht was weglecken. Das Fenster weglecken. Die Tür auflecken. Ich komme hier nicht raus, ne? Ich komme nicht mehr raus aus dem Gebäude. Car-Accident, da hat aber einer nicht hingeguckt. Ey! Das Haus! Komm nicht mehr raus. Hilfe! Regie! Kann ich mich hier irgendwie. Kann ich respawnen? Okay. David protestiert. Gegen was denn? Gegen was wollt ihr denn protestieren? No pointy food. Kann ich überhaupt nicht leben. Pointy Food ist mein leckerstes Essen. Ja, du kommst hier schön auf die Straße. Hier kann man die Zunge wieder ablassen. Schaut alle, was ich mit dem Protester mache. Ihr seid die Nächsten. Angeleckt, der neue Film von Ziege. Angeeckt vielleicht. Political auf jeden Fall nicht collect. PL, Political, nee, PI, Political Incollect. Leck, ne? So, hört mal auf jetzt. Die haben, ihre Hose hatte einen Leck. Hui, hui. Ich will die halt verbinden, so wie in Just Cause. Bleiben Sie doch, ich habe Ihre Post. Hallo. Oh, da kann hier sogar was explodieren. Okay, mal gucken, was ist das hier? Das sieht auch interessant aus. Ja! Ha! Okay, was machen wir jetzt zusammen? Das ist ja Hammer. Wen kann ich jetzt damit schießen?
Siehst du, oder? Sieht nicht so aus. Ne? Oh, oh, geil, geil, geil. Das ist geil, der Jonglierer, den werde ich damit komplett chaotisieren. Die jonglieren gar nicht, die tanzen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Komm her. Das ist ja geil. Hat gut funktioniert. Fett Punkte, alle sind tot. Und das alles nur, weil niemand der Ziege den Ball wegnehmen konnte. Bleiben Sie stehen, Polizeiziege. Sie sind aufgefallen. Ihre Fahrweise. Ich kann den leider nicht. Ich kann es nicht kaputt machen. Aber es ist halt, ne. Es ist, was ist, ne? Es ist ein dummes, bescheuertes Sandbox-Spiel. Weil, wo ich aber sagen muss, es hat durchaus ziemlich viel Reiz. Oh. Der ist die andere Ziege. Die ist viel friedlicher als ich. Und dann ist eine Liegeziege. Kommst mit in mein Heim. Warum ist die Zunge so lang, dass ich damit nicht mal... Ich kann nicht arbeiten. Mit so einer Zunge kann ich nicht arbeiten. Einholen möchte die Zunge. Ach, das war ich! Ah, treten kann ich auch. Es geht ja nur darum, möglichst viel zu komboisieren. Kann ich denn auch so Mendel? Ja. Na, oh, scheiße. Die Kombo hat nicht mehr funktioniert. Es ist halt echt unfassbar dämlich. Ich habe ja vieles schon im Vorbild gehört. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel so dämlich ist. Aber gut. Okay, bounce. Bounce, Bitch. Ah, okay, wenn man wahrscheinlich hoch genug, gibt's auch nochmal einen schönen Punkt. Wie hoch komme ich? Was glaubt ihr? Das ist ja wie Outer Wilds hier. Nein, nein! Das hat nicht mehr geklappt, leider. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dieses dämliche Ding auf meinem Kopf hat. So, bam. Ich weiß halt überhaupt nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll, außer vielleicht einfach Punkte machen, ne, und ein bisschen crazy gehen. Ich suche neue Missionen, waren bisher aber keine. Shit. Aber damit kann man ganz gut Punkte machen, finde ich. Ich brenne! Brennende Ziege mit Bällen! Brennende Ziege schießt mit Bällen! Was tun? Was ist jetzt los? Reach! Reach for the stars! Go limp! Ich muss überleben! Okay. Die Kiste noch runtergehauen und auf dem Dach gelandet. Da gibt's Schlechteres, ne? Da will ich rein. Hier will ich rein. So. Da, der Programmierer, der denkt, er kann das Spiel zu Ende programmieren. Auf gar keinen Fall. Du wirst von mir terrorisiert. Crunchtime, mein Freund. Mit Crunchtime meine ich, dass ich mir dich nehme, Bockhüpfe. Das ist ja ungefähr so scheiße wie der Internetladensimulator, der gerade auch durchs Netz geht. Das sieht so ähnlich aus. Alter, hier kommen die Punkte. Da hat er nicht mit gerechnet. Und noch ein Manual. Ja, alles lecken, alles schießen. Combo, massivo. Biggest Combo bisher. Hauen wir ab. Gibt's hier überhaupt noch irgendwas Neues?
Habe ich nicht schon längst alles? Habe ich nicht komplett Chaos, Mayhem und Destruction in dieser kleinen friedlichen Stadt angerichtet? Ich weiß es nicht. Was kann man denn noch machen? Ich bin schon am Ende. Und jetzt noch Manual. Das ist, glaube ich, das Ding. Man muss irgendwie lernen, die Kombos noch mehr miteinander zu verbinden. Ich schieße auf den, dann mache ich ein Kombo. Dann springe ich. Dann lande ich, dann schieße ich wieder. Dann gibt es schon doppelte, dreifache Punktzahl. Und dann wieder Manual. Ist das so? Ja, siehst du, wie bei Tony Hawk, Mann. Geil. Deswegen haben die den ganzen Scheiß einem auch am Anfang gezeigt, weil es einfach total so dämlich ist, dass man es machen muss. Zehnfache Punkte. Einfach immer alles mit Manuals verbinden. Nein! Oh, das waren so schöne Punkte. Nicht geschafft, schade. Ja, man muss natürlich auch alles machen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Du musst lecken, du musst schießen, du musst springen und tanzen. Oh, ja, ja, so viel auf einmal. Das ist ja interessant. Hast du gesehen? Wie kann ich das Ding eigentlich loswerden? Ich werde es überhaupt nicht mehr los. So, hier. Ja, im Fitnessbereich. Bin ich da auch einfach quasi. Ach nee. Ach. Nee. Es ist ein völlig bescheuertes Spiel. Es ist so dämlich. Ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Bällen schießen. Geht aber. Stellen wir fest. Hier ist die Stunt Area. Da ist eine große Area. So, wir haben noch 2 Minuten, dann könnt ihr weiter voten, welches Spiel ihr jetzt haben wollt. Das sieht besser aus. Alter, ist es Kampf? Ja, aber siehst du nicht, was auf meinem Rücken ist, mein Freund? Keine Chance hast du. Angeleckt. So. Angeleckt. Kombo. Und dann noch schön Manual. Gestanden. So, ihr könnt jetzt voten, ob ich weiterspielen soll oder nicht, ja oder nein. Mit Ausrufezeichen ja, Ausrufezeichen nein. Also, das ist nicht wirklich der Befehl, aber so ähnlich. Findet ihr alles im Chat. Währenddessen mache ich hier nochmal die krasseste Kombo, die sich meine Finger träumen lassen. Ah, nicht geschafft. Es wäre so gut geworden. Die kann ja gar nichts, die Ziege. Ja. Und dann gucken wir mal, was als nächstes vielleicht kommt. Oder ob es hiermit weitergeht. Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel noch nicht in seiner Gänze geschnallt. Muss ich die Ziege eigentlich hier rausholen? Ja, scheinbar. So, komm her. Runde 3. Hat mich! Shit! Alter! Krass! Da will ich eigentlich nochmal zurück. Hier sehen wir auch schön die Kornkreise. Was ist das? Beacon. Aliens? Da kommen doch bestimmt Aliens. So, ich würde gern das Ergebnis wissen, liebe Regie. Ach so, ich kann es ja nicht einbinden. Okay, aber wie viel Prozent sagen ja, wie viel sagen nein? Die Leute stimmen mehrheitlich dazu, dass ich nicht weiterspiele. Ah! Da prasseln die Punkte ein letztes Mal. Und die Ziege wird zugrunde gerichtet. Was hat sie euch getan? Warum hat sie es nicht verdient, weiterspielen zu dürfen? Wir werden es nicht erfahren, denn wir spielen nicht weiter. Das war's mit Last Call und diesem Spiel, der Goat Simulator. Ein sehr interessantes Spiel, jetzt gerade für euch, kostenlos, wenn ihr möchtet, im PS
Plus Shop auf der PlayStation. So, noch eine weitere Runde. Wir haben noch ein bisschen. Deswegen könnt ihr jetzt schnell voten. Ich hoffe, ihr seht die Spiele jetzt zur Auswahl. Unser Vote ist, was die Darstellung angeht, im Moment ein bisschen kaputt. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht funktioniert. Ihr könnt gerne jetzt anfangen zu schauen. Oh, hier sehen wir auch die Stadt noch mal als Ganzes. Okay, bisher waren wir ja nur in Goatville. Okay, und dann gibt's echt so viele Locations. Das ist ja krass, ne? Diese Spiele heutzutage. Heutzutage kannst du so viel Schrott einfach machen und die Leute spielen's. Ich meine, das hättest du doch vor 100 Jahren keinem, ja gut, vor 100 Jahren eh nicht, aber auch vor 20 Jahren keinem verkaufen können. Aber heute mögen die Leute das. Ach ja, hier, genau, das sind die verschiedenen Dinger hier. Das ist das DayZ, glaube ich, der Ziegen. Payday der Ziegen. Das hat offensichtlich was mit Star Wars zu tun. Und das ist das Goat MMO. Das ist offensichtlich GTA. Mein Gott, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld die machen mit diesem Ding. Naja, habt ihr euch ja verdient. Aber es ist auch schon sehr debil und sehr blöd. Okay. Was können wir noch machen, meine Freunde? Was ist das nächste Spiel? Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt nicht zu viel Zeit zum Voten, denn wir haben ja nur noch wenig Zeit zum Spielen. Eine Stunde ungefähr. Und der Vote sagt Ancestors. Ihr möchtet Ancestors sehen. Das ist ganz okay, weil das ist eh ein Spiel, was vielleicht ein bisschen langsamer ist, wo man in einer Stunde ganz gut rumkommt. Jetzt habt ihr eine halbe Stunde erstmal. Danach können wir noch einmal voten. Ich würde sagen, also wir machen dann noch einen Vote, wo einfach mehr oder weniger entschieden wird, spielen wir das jetzt weiter oder wählen wir was anderes und dann wählen wir direkt das nächste. Jetzt noch mal zweimal 15 Minuten am Ende wählen, wäre ja Quatsch. Wir haben ja nur noch eine Stunde, leider. Weil die Zeit aber auch wie im Fluge vergangen ist. So, jetzt spielen wir Ancestors. Das habe ich euch schon mal kurz erklärt. Es ist im Grunde ein Affensimulator oder ein Evolutionssimulator oder beides in einem. Es geht darum, Moment, ich mache mir gerade die Heizung hier mal auf volle Pulle, Bein abbrennen. Geil. So, warte mal, was ist? Ist das heiß? Bist du heiß? Ja, sehr gut. Hier, das ist mein Tribe. Und das Interessante am Spiel ist wirklich, dass es die Prämisse Evolution am Beispiel einer Affengemeinde, eines Affentribes, sehr ernst nimmt. Also es ist wirklich von vorne bis hinten, hat man versucht, so diese Logik des Weitergebens als zum Kernspielinhalt zu machen. Was halt das Ganze ein bisschen, schon wieder ein bisschen ad absurdum führt, weil man eben, keiner der Affen kann irgendwas, bevor man es ihnen nicht vormacht, wo man sagen würde, okay, also wenn ihr nur einen Affen in der ganzen Herde habt, der überhaupt irgendwas kann, dann seid ihr eh verdammt, ne, dann kriegt ihr es eh nicht hin. Aber so funktioniert es ja nun mal, man muss die Elemente, sag ich mal, der Umgebung, die Umwelt selbst lernen zu manipulieren und das dann wiederum seinen Kollegen beibringen. Nur so kann man die einzelnen Missionen im Spiel abhaken, die da von ganz simplen Aufgaben wie das kleine Baby, was abgehauen ist, wiederfinden, bis hin, glaube ich, zu Kriegen mit anderen Stämmen sozusagen, mit anderen Herden. Also man muss wirklich das komplette Schicksal seiner Herde nimmt man in die Hand, in die Affenhand, in die haarige Affenhand, in der eben noch die Banane war. Und dann gucken wir mal, ne, ob wir das schaffen, ob wir es auch schaffen würden, das fehlende Glied zu sein zwischen Affe und wen nehmen wir jetzt, ne? Hawken. Irgendwo dazwischen sind wir. So, hallo Chat. Was ist das nun wieder? Das ist eindeutig ein experimenteller Indie-Titel, der aber trotzdem wirken will, als wäre es so ein AAA-Titel. Also Grafik ist ganz okay. Und die Präsentation auch. Es ist aber dann doch halt trotz allem eher ein kleineres Spiel. Und deswegen muss man diesem Spiel auch so manche Dinge verzeihen. Unten rechts sehen wir nicht etwa ein Radar, das wäre der erste Gedanke, sondern unten rechts sehen wir die Vielzahl unserer Kinder und die genetische, glaube ich, die genetische Abwechslung. Jetzt könnte ich zu diesem Baby wechseln. Ne? Und da bin ich das Baby. Aber seien wir doch mal ehrlich, wer will ein Baby sein? Das ist doch Quatsch. Niemand will ein Baby sein. Baby vielleicht auf einem Affen. Das ist schon wieder was anderes, ne? Kann ich noch ein Baby nehmen? Und nehme ich das Baby auch noch? Heute werden Babys geklaut. So, du kommst jetzt mit? Ja, kommt da auch. Da macht sich
Papa-Baby-Hüter hier, gar keine Sorgen. Ich mach das. Wir drei gehen jetzt mal richtig was lernen. Und zwar lernen wir, uns zu behaupten in dieser unchristlichen Welt. Ah, seht ihr, ich habe beide Babys hängen jetzt an mir. Du auch, oder was? Kommst du mit? Na gut. Erst mal gucken. Versuch mal, meinen Clan zu rufen. Bestenfalls kommen die dann auch. So, das sind meine Sinne, das ist der Geruchssinn, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein bisschen doof, weil ich bin gerade, vielleicht sollte ich es auch lassen, ich stehe gerade im Regen, dann friere ich natürlich. Wollte aber eigentlich euch ja auch ein bisschen was zeigen. Seht ihr, guckt, der andere kommt jetzt auch. Richtig schöne Affenfamilie. Und ich kann immer alle Sachen natürlich mir angucken. Und dadurch lerne ich. Das hier habe ich mir aber schon angeguckt, nehme ich an. Deswegen brauche ich das jetzt nicht mehr. Aber wenn ich irgendwas mache und dadurch irgendwas lerne, dann lernen das in diesem Fall die Affenbabys jetzt auch mit mir. Auch sowas wie Handwechsel. Man muss jeden Kleinkram muss man lernen. Paar wichtige Dinge hier, die man immer wieder machen soll. Das eine ist Intelligence. Und so kann man sich fokussieren, zum Beispiel auf Dinge. Und dann halt zum Beispiel rauskriegen, was ist das hier? Und dann merkt man es, dann kann man sich für später archivieren sozusagen. Man kann aber auch gucken, was ist hier vielleicht drin? Ne? Kenne ich das? Wenn ich es nicht kenne, dann kann ich es kennenlernen. Also es ist ziemlich geil gemacht. Es ist nur halt nicht so einfach, da reinzukommen. Hearing zum Beispiel ist auch so eine Sache. Da hört man dann hier manchmal was, kann das entsprechend auch versuchen zu analysieren. Das hilft besonders bei Schlangen oder so. Also man muss immer auf der Hut sein und vorsichtig sein. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier meine Babys dabei habe, muss man extrem aufpassen. Was mache ich hier mit den Dornen? Kann ich damit irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Kannst mir mal angucken. Nochmal meine ich und dann Smelling, Hearing, mache ich erstmal Smelling. Ne, klappt nicht, habe ich nichts. Ich dachte gerade, dass ich das mir noch. Ich weiß gerade nicht genau, wie es geht. Ich kann das normalerweise mir noch eben genauer angucken und dann ist für immer festgehalten, was es denn ist. Gibt es was zu essen vielleicht? Das sieht gut aus. Und sowas muss man natürlich seinen Kindern auch immer beibringen. Ne? Was esse ich? Was ist essbar? Das merken die sich. Und gleichzeitig, in dem Fall, merken die sich, das hilft gegen gebrochene Knochen und auch gegen, als so eine Art Frostschutzmittel. Ne? Kriegen die anderen eigentlich was mit oder frisst du das alleine? Ich weiß es gar nicht mehr. Stand up. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Den ganzen Affen im Hintergrund. Hier riecht irgendwas, als wären das so Sitzflächen. Da könnte ich wahrscheinlich hin. Er hier friert. Mann, eigentlich sollte ich dich in Ruhe lassen. Ne? Du solltest eigentlich gar nicht mitgehen. Na komm, wir bringen dich nochmal zurück. Das gibt nur mega mit der Mutter. Ich habe ja auch nur zwei Slots, nur zwei Parkplätze an meinem Körper. Deswegen sollte man das vielleicht überlassen. Nicht erst mal. Ey! Okay. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er. Ich glaube, ich wechsle mal zu einem Affen, der alleine ist, der jetzt nicht irgendwen vor sich hängen hat. Ah, wie kann ich in dich reinwechseln? Den habe ich jetzt zu mir gerufen. Und jetzt würde ich gerne wechseln. Warte mal, kurz gucken, wie man das Menü. Ah, okay. So. Ja, aber vorher erstmal, vielleicht blume ich ihn erstmal. Auch ganz wichtig. Ist immer schön, den Pelz lausen. Hier, guckt euch das an.
Vier Leute am Lausen. Und alle haben Spaß bei. Nehmt euch ein Beispiel daran. So. Wie kann ich jetzt, nachdem wir diese Bindung hergestellt haben, wie kann ich jetzt in dich übergehen? Switch, genau. So. Du bleibst jetzt hier und ich mach mal ein bisschen Action. Nein, du bleibst hier. Hallo, wie kann ich mit dir nochmal reden? Ja, es ist manchmal ein bisschen knifflig, die einzelnen Buttons zu finden. Es sind halt echt viele. Es passiert halt echt, man kann sehr viel machen. Stehe ich schon? Change Name, Uwe. Kuv. Das ist ja interessant. Okay, so heißt du jetzt. Du bist jetzt Kuv. So, ich laufe mal jetzt. Ich habe schnell den aufrechten Gang gelernt und ich gehe jetzt zur Arbeit. Die Frau hat gesagt, sie hätte gerne in Zukunft eine Sauna unten. Deswegen muss ich extra die Überschicht machen und buckeln. Komm jetzt! Ich will mich da runterstürzen. Shit, nee, das ist wirklich gefährlich, ne? Da würde ich wirklich sterben. Nee, nee, das wollen wir nicht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen alleine, ohne Anhängsel wie Kinder. Gehe ich jetzt mal in den Dschungel. Das ist doch eigentlich ein echtes Sinnbild für das wahre Leben. Wenn ihr in den wilden Großstadtdschungel wollt, lasst eure Kinder daheim. Wenn man dem Spiel eines vorwerfen kann, dann, dass es halt vielleicht ein bisschen repetitiv wird auf Dauer, sich natürlich vieles ein bisschen wiederholt, so man oft auch immer wieder dasselbe macht. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Spiel. So was kriegt man irgendwie nicht so häufig zu sehen. Dass es dann auch wirklich durchgezogen wird, sozusagen. Hier ist, glaube ich, ein Vogelnest, oder? Ich muss mal gerade gucken. Es wird halt leider nicht. Kann man das nicht irgendwie auch beschriften? Sieht man auf jeden Fall alles, was ich schon, wo schon ein Symbol ist, habe ich mir schon angeguckt und eingeprägt. Aber auch dazu muss man. Ei! Dachte schon gerade. Dazu muss man sich immer weiter verbessern, dass man das kann. Hm. Und ich muss sagen, ich habe immer Probleme, so diesen Affenmodus einzuschalten und mir zu überlegen, ja wo, die springen doch immer von A nach B und so. Ey, ihr solltet mir nicht folgen. Das ist aber hier Stalking. Und deine Kinder auch noch dabei. Das ist aber gefährlich. Ich würde halt gerne wissen, wie Affen wirklich von Ast zu Ast hüpfen. Eigentlich müsste das doch viel leichter sein, als ich das hier mache. Ich falle nämlich ständig vom Ast runter. Kann doch gar nicht so schwer sein. Das ist doch das alle, die eine Sache, die machen können. Ja, hier. Was soll ich hier jetzt machen? Das ist doch gar kein Ast mehr. Springt er da ran? Ah! Nein! Ja, toll. Jetzt habe ich zum Glück nichts gebrochen, aber das ist schon krass. Hätte auch schief gehen können. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie könnte ich die dazu bewegen, zurückzugehen. Aha. Ne, kann irgendwie nur. Kann nichts ändern. Na gut, dann geht er halt mit. Mal gucken. Immer vorsichtig sein. Irgendwas bewegt sich vielleicht. Ne, scheint eigentlich alles glücklich zu sein. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen was essen. Ich glaube, dass mir die Tatsache, dass ich die Sachen vorhin geschnabuliert habe, dass mir das geholfen hat, mich nicht zu verletzen bei dem Sprung. So. Das ist halt alles ein bisschen sperrig, ne? muss man gestehen. Gerade, warum jetzt zum Beispiel das HUD nicht zu sehen ist, obwohl ich es doch echt brauche, sehe ich auch nicht. Kann man das vielleicht wegblenden? Habe ich es irgendwie ausgeblendet? Nee, ist einfach weg. Da, jetzt ist wieder was da.
So, ich habe hier Neuronen aktiviert. Das ist ganz gut für mich, um meine Evolution voranzutreiben. Das kann man, ich weiß nicht wo. Aber ich versuche mal meinen Clan mitzunehmen. Die hören mich wahrscheinlich. Vor allen Dingen muss ich mal ein bisschen was erforschen. Es ist noch viel zu wenig erforscht. Ein ganz kleiner Garten im Moment, nur in dem ich mich befinde. Das sieht so aus, als wäre hier ein bisschen mehr. Jetzt würde ich hier ein neues Land erschließen, einen neuen Baum. Ganz nach oben will ich. Ist auch ein bisschen gefährlich, gerade oben zu sein. Es gibt ja auch einen riesigen Adler. Oder irgendwas anderes Vogelartiges, was gerne junge Affen wegschnappt. So, jetzt erstmal sagen, dass ich der Allerkrasseste bin. Jetzt stehe ich auf und schrei nochmal. So, jetzt kann ich mir nochmal meine Sinne angucken. Vielleicht finde ich hier irgendwas Spannendes. Was ist das denn? Was könnte das sein? Ich höre gar nicht. Eine Frucht, oder? Eine Frucht macht doch kein Geräusch. Ja, es sind tatsächlich irgendwelche Birnen oder so. Es ist auch definitiv ein entschleunigendes Spiel. Es ist schon so ein bisschen... Okay, hier gibt es überall dieselben Birnen. Da, auch noch eine Birne. Ja. Oh, da sieht man ein Vogelnest, ne? Da sind die Vogeleier. Wie komme ich da hin? Da will ich hin. So, ihr könnt jetzt voten. Ihr könnt jetzt voten, ob ein anderes Spiel gespielt werden soll, oder? Ich glaube, das ist so. Leider können wir den Vote auch aktuell nicht einblenden. Und wir haben ja leider auch nur noch wenig Zeit, sag ich mal, für eine halbe Stunde ungefähr noch. Deswegen werden wir hier jetzt an der Stelle nicht noch dieses Spiel weiter voten, sondern werden direkt das nächste machen. Jetzt mal gucken, die Vogel. Ah, das Vogelnest, geil. Alles essen! Ah, oh, siehst du das, andere Affe? Check das mal. Check das, Mike. Was ich hier... genau. Und jetzt sieht man nämlich, dass ich durch die Nährstoffe zu einem Tier werde, das alles essen kann. Und man sieht's hoffentlich. Da, der andere Affe nimmt sich auch was. Und nur um den Vogel zu verhöhnen, schlafe ich jetzt original in seinem verdammten Nest. Mit dem ganzen dem Eiergrind, noch so um den Bart herum. Dass, wenn der Vogel kommt, dass der sieht, dass ich König der Evolution bin. Dass ich verdammt nochmal seine Tiere esse, weil ich es so will. Dann soll er halt neue produzieren. Dann lasse ich vielleicht mal eins übrig. Finde ich auch sehr schön. Wenn man träumt, sieht man tatsächlich so diese Vorstellungen, die der Affe hat. Also man sieht halt Situationen, die passiert sind in einer Art Traumwelt. Das finde ich super. Und das ist übrigens mein Sohn gewesen. Nein! Habt ihr es gesehen? Da wollte er es mir richtig geben. Hat er gedacht, dem Eierdieb. Nee. Ich sorge dafür, dass du ausstirbst, Vogel. Vogellaus. Das war echt knapp. So, a memorized item has been forgotten. Ja, er kann sich natürlich auch nicht alles merken, ne? Er ist ja kein Simon Kretschmer. Halt dich fest! Nein! Atme! Atme! Oh. Ja, das war's. Klappe zu, Affe tot, würde ich sagen. Was sagt denn... Es tut mir leid, das war so nicht geplant. Der ist jetzt wirklich auch tot. Und das ist ganz schön scheiße, weil der hatte gerade so viele Sachen gelernt. Und naja, vielleicht hat er es ja weitergeben können an meinen Clan.
Bin mir da nicht ganz sicher. Jedenfalls möchte ich, dass ihr jetzt votet, was gespielt wird. Weiter oder nicht? Ja, 50, nein, 50, schwierig. Schwierig, papierig. Währenddessen spiele ich hier nochmal kurz weiter. Kann ich den jetzt wenigstens essen? Oder so. Also irgendwie mit zurückschleifen, irgendwas damit machen. Na gut, so lernen wir, dass man sich auch festhalten muss. Dass man nicht einfach ins... Man springt nicht einfach ins Ungewisse. Das ist dumm. Man muss halt schon vorher mal gucken, ist da auch ein Ast? Ich dachte aber offen gesagt, dieser Affe, ne, der ist ja jetzt auch nicht doof, dass der das schon schafft, sprungtechnisch. Aber seid mal froh, dass ich nicht meine beiden Babys dabei hatte. Das ist ein tolles Wetter auch. Schönes Wetter, um Bäume hochzuklettern. So, was sagt der Vote? Ich habe es jetzt natürlich eben nicht ganz bis zum Ende sehen können. Der Vote sagt, weiterspielen. Gut, dann haben wir jetzt hier noch, ich nehme an, eine halbe Stunde. Dann spielen wir noch eine halbe Stunde lang. Ernst ist das weiter. So richtig sagen kann ich jetzt dazu nichts. Also ich meine, was eben hier noch passieren wird. Denn ich bin ja auch genau wie ihr quasi am... Das ist alles neu, ich bin auch am Anfang. Ey, was ist das eigentlich? Das hier sieht wichtig aus. Das sieht wichtig aus. Ach, das ist doch nur eine Frucht. Okay, das hatten wir ja schon. Reassure, genau, den kann ich jetzt helfen. Der hat wahrscheinlich gesehen, wie der andere Affe zu Tode gestürzt ist. Und jetzt ist er ganz traurig. Und jetzt muss ich ihm sagen, pass auf. Ganz easy. Sei ruhig oder ich schmeiß dich auch runter. Sei jetzt ruhig! Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm, ganz ruhig. Frag mich gerade, ob das echte biologische Verhaltensweisen sind, sozusagen. Die Art der Interaktion jetzt hier. Ey, komm, was soll das denn? Sei doch mal gechillt, Alter. Ich glaube, der will einfach nicht, ne? Der hat einfach keinen Bock. Vielleicht hat er Angst. Er ist hier, also Angst vor irgendwas, was hier ist. Nö, sind doch überall nur leckere Früchte. Das hier ist natürlich, wie ihr seht, ganz wichtig. Das Analysieren der Umgebung, um seine Neuronen zu verbessern. Komm, wir holen uns mal diese eine Frucht. Kann er mal gucken. Sieht er nicht nur tot, sondern auch... Oh nee, den kriege ich gar nicht, ne? Wie soll ich die denn kriegen von hier? Ich hoffe, ich kann mich fallen lassen. Nee. Weiß gar nicht wie. Moment. X? Nein. X und loslassen auch nicht. Quadrat auch nicht. L1, R1. Ich glaube, ich kann mich... Ich meine, es wäre halt auch dumm, ne? Wenn er sich fallen lassen würde. Aber ich will mich doch darunter fallen lassen. Das war cool. Cool und knapp. Das war nicht ganz so gut. Ich hab gedacht, dass das, der Sprung ein bisschen höher ist. Mann, jetzt gib mir diese eine Frucht. Oh, nein, ich war doch da! Oh, knapp. Oh Gott, ich habe die Kinder auch dabei. Na gut, dann lernen sie mal was. Ne? Das Leben ist nicht kein Genau, das Leben ist kein Zuckerschlecken, aber ein Obstschmatzen. Na, du kriegst nichts. Finger weg, hab ich gesagt. Das ist nur für Papa. Der braucht die DNA. Ha, 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 ha. Weg, weg. Hab's geschafft. Hier schrei ich mal schön hinterher. Hättest du dir so gedacht, ne? Na gut, am Tag muss man echt vorsichtig sein. Die wollen uns essen. Ihnen sehr wichtig. Ein sehr wichtiges Anliegen, uns zu essen. So, aber der hat doch gar keine Küken mehr, weil ich ihm die Eier weggefressen habe. Ich hoffe, ich kann da hinspringen. Ja, man muss einfach Sprungtaste ein bisschen länger gedrückt haben. So, jemand sagt, ich blute. Oh, das ist korrekt. Ja gut, ich wurde ja auch gerade fies angegangen. Müssen wir mal gucken, was man da jetzt am besten macht. Mal gucken, was habe ich denn? Da ist doch bestimmt irgendwas, was gegen Blutung hilft, hier unten.
Gucken wir mal, das gibt zumindest ein bisschen Tinte auf dem Füller. Schön. Schön alles wegschmampfen. Das hilft aber leider nicht meiner Blutung. Scheiße. Also jetzt ist natürlich die Frage, sterbe ich jetzt eventuell an Infektionen oder schaffe ich es, etwas zu finden, das mir hilft? Also eine Art von, ja, gucken wir mal hier, ob das relevant ist. Ist das was zu essen? Ich sehe hier nichts. Was ist das denn? Stöcke, einfach nur Stöcke. Gut, aber ich sehe hier noch mehr Kräuter. Irgendwelche davon werden für mich schon relevant werden. Inspekt. Dann schnüffeln die dran, ob das für die irgendwie gut ist. Lecken. Und manchmal ist es das, manchmal nicht. Sieht aber irgendwie nicht wirklich wichtig aus. Scheiße. Er wird auch schon langsamer. Also das mit dem Bluten ist keine gute Idee. Aber ich wette, da gibt es was für. Wir müssen irgendwas gegen die Infektion finden. Das ist nicht cool. Oh, bin ich jetzt... Habe ich jetzt irgendwelche Drogen genommen? Bin mir nicht ganz sicher, was das Zeichen da in der Mitte soll. Aber das sieht aus, als wäre ich betrunken. Das kann doch nicht gut sein. Oh, auch wieder eine Pflanze, die ich noch nicht kenne. Den Busch merke ich mir auf jeden Fall. Das ist der Partybusch. Den brauchen wir später. Wenn es darum geht, zu feiern, dass wir Mensch geworden sind. Oder ist das, weil ich Blutverlust habe? Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es die Infektion ist. Zack, bumm. Und ich sehe auch das Licht plötzlich. Ich sehe da unten Licht. Weiß ich überhaupt nicht, ob das richtig ist. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe hier langsam. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Blutvergiftung oder so. Oder das sind eben diese Dinger in der Mitte, das zweite von rechts, das dafür sorgt. Oh nein! Na gut, ich hatte zum Glück einen Knochenschutz an. Was ist das? Eine Pflanze. Pflanzen, Räucher. Na, wo bist du? Wo ist denn die eine Pflanze, die ich gerade eigentlich hier essen wollte? Das war doch hier. Vielleicht ist auch keine Pflanze. Das da, okay, heißt was anderes. Da kann ich trinken, das werde ich auch gleich noch machen. Irgendwo ist sicherlich eine Pflanze, die ich brauche. Ansonsten wechsle ich einfach den Affen. Haha, soll ich ein anderer damit so Sorgen machen, ne? Das Gute ist wirklich, dass die Kiddies alles lernen, während ich hier Kram mache. Schön sehen, wie es geht. Das ist noch fertig und dann kannst du mal ein bisschen Wasser trinken. Ah, endlich wieder rein. Bin mir nicht sicher, wie und wo eigentlich, mal kurz gucken, wie ich eigentlich den ganzen genetischen Kram machen kann. Also man kann ja, Moment, ist das ein Ziel gewesen? Plötzlich ist wieder weg, da war so ein Icon. Da renne ich jetzt erstmal hin. Ups. Nee.
Bringt das was? Nee, auch nicht. Ja, das ist natürlich schönes, also so klassisches evolutionäres Prinzip. Ne? Man versucht Dinge, weil man verzweifelt ist, try and error. Wenn es hilft, kann man das Wissen weitergeben, weil man überlebt. Wenn es nicht hilft, gibt man das falsche Wissen zum Glück nicht weiter. Jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich schon wieder betrunken. Shit. Das war doch gar nicht so. Gehen wir lieber wieder hoch in die Bäume. Oh, weil ich die Frage gerade lese. Wann gibt es einen neuen Teil Alien Isolation? Oh, vielleicht sollte ich hier jetzt erstmal irgendwo mich hinlegen. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich hatte einen Teil aufgenommen und habe mich dann so nervig verlaufen und eigentlich nichts geschafft, dass ich dann gesagt habe, komm, streichen wir, mache ich erstmal nicht weiter. Also das Video zeigen wir nicht, meinte ich quasi. Bringt ja keinem was, das zweimal dasselbe zu sehen. Und dann haben wir erstmal keinen weiteren Termin gefunden. Ich habe schon Bock, das weiterzuspielen, sage ich ganz offen, weil ich es richtig cool finde. Aber ich habe irgendwie bisher es zeitlich noch nicht einbauen können. Ich will es aber unbedingt machen. Es ist halt nur jetzt, ne, es ist ja schon alles spät und so. Und ich habe ja immer wieder mal eine Folge gemacht. Und mein Fehler ist, ich habe es vor kurzem versprochen und dann nicht eingehalten, weil ich, wie gesagt, die Folge wieder gelöscht habe. Aber wir nehmen das demnächst nochmal neu auf. Ich kann nur gerade überhaupt nicht sagen, wann wir in all den anderen Geschichten Zeit dafür finden werden. Weil da kommt auch noch ein Death Stranding mit Nils dazwischen. Da kommt noch das Ende von Shenmue 3 mit Gregor dazwischen. Oder haben wir? Nein, das Ende haben wir ja. Stimmt, das haben wir ja schon. Irgendwelche Sachen habe ich aber noch, die noch auf ihr Ende warten. Ach. Aber Alien Isolation ist eins davon. Das wird kommen. Weil es mir auch echt Bock macht. Also das ist dann so ein Ding, das spiele ich vor allen Dingen durch, weil ich halt Was? Das hast du überlebt? Du bist ja Hardcore. Hardcore-Affo. Ja, okay, verrückt. Ja gut, dann würde ich sagen, dann legen wir uns hier zum Sterben erstmal in diese Ecke. Denn viel mehr kann ich eh nicht machen. Er kann eigentlich nur sterben jetzt. Ich will mich eigentlich hinlegen. Kann ich nicht schlafen? Alles so furchtbar. Ich sehe gar nichts mehr. HUD ist weg. Ich will doch eigentlich nur in Ruhe irgendwo noch kurz mich hinlegen. Nur ganz kurz schlafen, dann geht's mir schon besser. Kann ich hier nicht, ne? Will er nicht, weil ich kaputt bin. Ja, dann folge ich mal meinem Instinkt und in dem Fall hier dieser Sache hier. Ah, das ist ja interessant. Das ist also Panik. Hab ich auch noch nicht gehabt. Das ist also Panik oder was? Ich bin ein kaputter Affe. Kannst du nicht den Arm affen? Geh auf den Baum. Mach was. Ich habe zwei Kinder. So, entkommen und schon kann man leben, um die Sage weiterzuerzählen. Naja, gut, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist verhungert, ne? Oder doch? Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall. So, das Mist. Wie kann ich denn jetzt den Kollegen? Ich würde dich gerne übernehmen. Switch. Was? Low Dopamin? Nein, dich will ich nicht. Du hast nichts für mich. Adult Male. Aber du hast doch diese Kinder. Kann ich die Kinder nicht loswerden? Der hat auch nichts. Guck mal, der ist alles kaputt an dem. Ich suche mir einen dritten Affen. Der da. Der hat alles noch. Der hat alles noch. Jawohl. So, aber der ist ein bisschen alt, ne? Merkt ihr? Oh, der ist alt. Der ist richtig alt. Ein grauer, alter Affe. Mann, dich brauche ich auch nicht. Guck mal, der kann kaum laufen. Aber absolutes Loser. Eine Loserherde hier, muss man doch ehrlich mal sagen. Keiner kann hier was von denen. Aber dafür gibt es immerhin einige Neuronen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich das jetzt nochmal evolutionär, wie ich das weiterentwickeln kann. So. Er hat auch niedriges Dopamin. Hier muss es doch irgendwo was zum Angucken geben. Komm, gucken wir mal.
Du trinkst? Trinken? Nee? Ist ein bisschen doof, dass Springen und etwas benutzen derselbe Button ist. Wenn man immer wie ein Vollidiot aussieht. Lie down? Ja, was ist dann? Schläft er dann? Na gut, wir versuchen es mal, ob das was bringt. Schön am Wasserfall. Ganz gut mit dem White Noise. Wenn man Tinnitus hat, kann man schön einschlafen. Aber ich glaube, das Dopamin hat damit nichts zu tun. Dopamin ist doch eigentlich ein Glückshormon, oder? Ein Belohnungshormon. Also eigentlich müsste ich... Also er ist halt unglücklich. Da kann ich aber auch nichts machen. Ich bin ja kein Affenflüsterer. Also da musst du schon irgendwie auch ein bisschen selbst drauf kommen. Und aus Unglück ist noch niemand gestorben, außer hier die Frau von dem Anakin. Okay, und schon habe ich wieder, seht ihr, eine Nacht, eine Mütze voll Schlaf und schon sieht alles ganz anders aus. Dann haben sie vergessen, dass ihr Kollege da hinten irgendwie liegt und langsam verrottet. Neuronal deactivated. Heißt das, wenn ich, ist ja interessant, wenn ich in die Nähe komme von anderen Affen, dann kann ich das quasi den Leuten, den Affen was beibringen. Ja, ist ja klar. Deswegen hat das vorhin noch funktioniert, weil ich die Affen direkt dabei hatte. Ich glaube, ich muss mit denen eben auch öfter mal. Okay. Heißt das, die, er hat mit Red und Quay. Das sind die Kinder von ihr, ne? Komm, dafür zwei Kinder, dafür kriegst du mal von mir auf jeden Fall einen Krauler. Ob man das auf Twitch überhaupt zeigen darf. Bin mir da nicht ganz sicher. So, der wird gegroomt. Seht ihr? Bringt sogar was. Bonding. Vielleicht kann ich sie sogar noch auf volle Power kriegen. Volle Bonding-Power. Und dann wird mal ein bisschen... Ihr wisst schon. Geh noch mal ein bisschen in die einsame Höhle. Da hinten. Vielleicht aber auch muss ich das einfach häufiger machen an verschiedenen Tagen und so. Ich glaube, dass das kannst nicht mit einem Mal, merkt euch das, kannst nicht mit einem Mal an einem Tag eine Frau für dich begeistern. Du musst mehrfach kommen am Tag und dich halt immer wieder kümmern. Zeigen, dass du ein Kümmerer bist. Pilze, die sind bestimmt gut. Alle Pilze sind gesund. Essen, einfach immer essen. Das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich, ist es gut im Verdauungstrakt oder schlecht? Es sieht, grün sieht ja jetzt eher erstmal nicht so gut aus. Jetzt kommen die anderen auch oder was? Nee, dachte, die kommen jetzt und. Nein, er ist völlig im Arsch. Ihm ist schlecht. Er hat Kakaritis. Mega den Hangover. Gar keinen Bock da drauf. So, du kommst mal her, wir reden jetzt. Du heißt jetzt Quo, nee, dich kennen wir schon. Du heißt jetzt Gyu. Und ich tausche in dich, genau. Oh nee, die ist so lahm. Das ist eine sehr alte Frau, das klappt nicht. Die sollte lieber hier bleiben, stimmt schon. Ja, eine gute Frage. Wann wird Feuer gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob man Feuer machen kann. Ich weiß, man kann Steine benutzen. Ich habe auch verschiedene medizinische Kräuter schon benutzt und auch gelernt. Das Wissen auch weitergegeben, aber ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt so weit geht. Wahrscheinlich endet es mit dem Feuer. Das könnte ich mir vorstellen. Am Anfang war das Feuer, ist hier das Ende. Was natürlich, finde ich, ein klein wenig fehlt, ist so ein bisschen die freie Aufgabenverteilung, so dass man irgendwie auch mal was bekommt, dass man das Gefühl hat, was mache ich überhaupt, mache ich es richtig? Aber genau das ist es ja, im wahren Leben gibt es auch keine Anleitung. Ne? Schon wieder. Ihr scheiß Affen! Könnt ihr nicht fliegen?
Ihr seid schon so oft von Bäumen runtergefallen. Könnt ihr nicht langsam mal fliegen lernen? Knie, Knie, Knie. Au, 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 au. Und kacken muss er auch noch. Au, 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 au. Ja, das ist super, super nervig. Da konnte ich jetzt ja auch nichts machen. Habt ihr ja gesehen, da ist er ja dem Vogel einfach weggerannt. Und dann habe ich die Frucht gerettet. Man muss immer vorbereitet sein, weil alles einen essen will. Das ist natürlich krass, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Normalerweise lebe ich natürlich an der Spitze der Nahrungskette. Und plötzlich... Jetzt muss ich mich mit so Kleinigkeiten abgeben. Ein Vogel. Vor Vögeln habe ich doch normalerweise keine Angst. Okay, den Ast da kann ich nehmen, aber warum? Vielleicht können wir eine Schiene bauen. Irgendwas machen? Okay, er hat auf jeden Fall etwas gelernt. Aber er kann es nicht mehr weitergeben, denn er wird verenden. Er ist wie ein weitwund geschossenes Tier. Er hat auf jeden Fall gar keine Chance hier. So, deswegen lege ich mich erstmal hin. Mitten auf dem Boden. Für jedes Tier leicht zugänglich. Das ist eine gute Frage. Werden durch die ganzen Knochenbrüche ihre Beine stärker? Es ist eher so, die Evolution funktioniert ja eher so, dass die Tiere dann überleben, die halt nicht sterben. Also, stärker werden die dadurch nicht, sondern es überleben einfach nur die Tiere, die stärkere Knochen haben. Also die Affen, die stärkere Knochen haben und deswegen solche Fälle auch mal überleben, die können halt mehr umsen. Und dadurch überleben und sich weiter pflanzen und ihre Gene weitergeben. Und die schwachen Affen, die fallen halt schön auf die Fresse und brechen sich alles und vergiften sich dann und all das, ne? Ihr seht's ja. Oder die einfach zu gerne am Partyobst naschen. Dann siehst du, er macht's jetzt auch. Ganz schlechte Angewohnheit. Deswegen sollte man aufpassen, welche Freunde man hat und denen nicht alles nachmachen. Mega giftig. Aber es gibt ein so schönes Hai. Danach kann ich nie laufen. Aber nur jetzt irgendwo ein bisschen Mikrowellenpopcorn und Netflix. Vielleicht eine Bananenmilch. Er kann halt echt nichts. Ich habe ihn halt zugrunde gerichtet. Ein Tag mit Simon Kretschmer hat gereicht und er ist Fallobst. Naja. So, ich soll Kräuter suchen. Ich weiß, ich suche doch Kräuter. Ich suche doch schon die ganze Zeit Kräuter. Ist mir nicht geheuter heute. Es klappt einfach nicht. Ach, unten seht ihr übrigens, wie bei Shadow of Colossus, da die Kletterenergie, die in diesem Fall deutlich angestrengt ist, weil ich ja... Hoffentlich kann ich diesen Sprung machen. Och, knapp. Weil ich in vielerlei Hinsicht kaputt bin gerade. Was esse ich denn da? Moos? Weiß gar nicht genau, was er isst. Was er gegessen hat gerade. Das ist der Affe. Okay, nee, der ist mir egal. Ich suche Kräuter. Gute Kräuter, die mir weiterhelfen. Ich muss sagen, ich gewöhne mich langsam an diese Partyfrucht. Das kann man da ja auch weitergeben. Dass man irgendwann einfach in diesem Modus vielleicht höhere Sinne hat. Und einfach ständig betrunken ist. Aber nein! Du scheiß Affe, ey. Du kannst aber auch nichts. Affen müssen sich doch festhalten können. Warum kriegst du das nicht gebacken, Affe? Ja, beide sind völlig im Arsch. Das ist der Morgen danach. Kann man sich nur noch gegenseitig lausen. So, wenn ihr wisst, wie ich die Blutung stoppen kann, sagt mir das ruhig. Mein Affe sieht schon ziemlich kaputt aus. Ich würde ihm gerne helfen. Eigentlich schmier ich doch die ganzen blutigen Fetzen ihm jetzt eher ins Fell.
Uiuiui, da stirbt er. Da geht er zugrunde. All die vielen evolutionären Erfolge, die ich erzielt habe, sterben jetzt hier. Ist das wieder die Partyfrucht? Kann nicht sein, oder? Das ist jetzt was anderes. Das ist echt wie schon wieder die. Das gibt's doch nicht! Jetzt habe ich mich totgetrunken! Nein, stirb nicht! Halte doch durch! Zu viele Früchte! Zu viel Party! So endet es! Nein! Er hat es getan, damit ihr feiern könnt! Ah! Und direkt der andere Halbkaputte, der auch noch die Partyfrüchte im Magen hat. Da kannst du mal gucken, was passiert. Der Yu. Gleich sind alle meine Affen weg. Ich sehe es kommen. Hätte ich ein bisschen besser, aber das Schöne ist ja, ich habe mir das ja schön hergerichtet, den ganzen Clan. Das geht auch schnell wieder. Ne? Musst du einmal alles beibringen, dann hast du wieder so einen Clan wie ich. Aber man sieht unten rechts, es wird kleiner. Evolutionär habe ich weniger Chancen, Dinge weiterzugeben, weil ich weniger Menschen Affen habe, die eine Chance haben, sich das zu merken überhaupt. So, komm jetzt da hoch. Und jetzt werde ich schlafen. Ich habe ja keine Wahl. Den Rausch ausschlafen. Bis nun nichts zu tun. Ja, da habe ich mich vergiftet wohl. Aber vergiften war auch neu für mich. Also das hatte ich noch nie. Ich wurde schon vom Vogel gegessen, habe zu Tode gesprungen. Blutvergiftung hatte ich auch schon. Aber Magenverstimmung inklusive Vergiftung hatte ich noch nicht. Dieselben Kräuter. Oh, eine Schlange ist da unten. Ich würde ja gern mal kämpfen, aber ich glaube, ich habe gar nicht die Möglichkeiten. Also ich habe keine Waffen, ich kann Waffen auch nicht nutzen. Ich kann Steine nehmen, aber noch nicht damit zuschlagen oder so. Diese Früchte, ne, die sind's immer. Moment, das ist jetzt aber schon wieder eine Giftfrucht. Ey, ihr seid doch wirklich, das gibt's doch nicht. Die sehen aber auch so lecker aus. Ich höre nie wieder die Frucht. Jetzt habe ich es gelernt. Jetzt habe ich es endgültig gelernt, lieber Chat. Der Chat, alter Simon. Ja, ich weiß, es ist. Warum ist denn alles voller Früchte? Wo sind denn die guten Dinge? Das kann doch nicht sein, dass alles hier vergiftet ist. Okay. Der Wald der Versuchung, genau, ihr sagt's. Halt dich fest. Gut, das war cool. Ich würde gerne wissen, ob diese leuchtenden Dinge, das ist wahrscheinlich Teil meiner Vergiftung, oder? Weil es wäre schön, wenn es auf irgendwas hindeuten würde, wo man hin kann. Aber ich glaube, es ist einfach nur, ja, optische Täuschung. Und schon klettern wir einen weiteren Baum hoch. Ja, es ist auf jeden Fall ein ruhiges Spiel, ein meditatives Spiel, ein Spiel nicht für jeden. Aber darum sind wir ja hier bei Last Call, darum geht's ja bei Last Call. Oh shit, ich muss hier. Na gut, er kriegt's noch hin. Bis ganz nach oben kriegt er noch hin. Es geht ja darum, sich Spiele mal anzugucken, die man potenziell sich vielleicht kaufen möchte, weil sie wie in diesem Fall gerade im PlayStation Shop sind. Und man denkt, ach, das sieht doch eigentlich interessant aus. Und es ist ja auch ein sehr interessantes Spielprinzip, aber ich muss auch sagen, es ist sicherlich nichts für jeden. Also es fehlt ein bisschen die Erklärung, was man eigentlich machen muss. Das sagen die Entwickler auch am Anfang, dass man wenig Hilfe kriegt und alles bitte lernen soll. Auf die harte Tour, wie wir es ja auch schon gemerkt haben. Aber viele Dinge erklären sich auch von allein. Also natürlich muss ich aufpassen, von dem Vogel nicht erwischt zu werden. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht immer dieselben alten vergifteten Obstdinge in die Hand nehmen. Ne? Das
dass ich die richtigen Kräuter auseinanderhalten kann. Und. Es ist ein riesiger Haufen Aufgaben, die sich eigentlich von selbst erklären. Aber wenn einem dann irgendeine Aufgabe auch fehlt, eine Angabe, was man eigentlich zuerst machen soll, dann ist man da irgendwie aufgeschmissen. So wie hier jetzt. Jetzt stehe ich hier, bin König, König des Dschungels. Aber mir ist kalt und ich friere und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Vielleicht, wenn ich... Na, mal gucken, was habe ich denn noch? Was gibt es hier? Unerforschtes Gebiet. Ja, mal gucken, was ist das? Okay, muss man sich angucken. Weiß ich so nicht. Schön weit hinten. Na komm. Nehmen wir uns mal jetzt das hier als Ziel und gucken mal, dass wir das erreichen. Ne? Ist ja ganz schön weit weg. Da wollte ich schon wieder zu viel. Kann man eigentlich auch runterrutschen? Nee, schauen wir nicht. So, noch 8 Minuten. Keine Sorge, wir sind hier gleich fertig. Und nächste Woche ist das Spiel dann raus und wir haben andere. Also alle Spiele von heute werden nächstes Mal raus sein. Aber ich habe sicher noch an die 10 Spiele sind es, glaube ich, immer noch, die ich vorbereitet habe. Ob ich das schaffe. Springen! Nein, das war nicht unbedingt dumm, aber auch nicht so klug. Vielleicht muss ich auch mal eine neue Höhle finden für meine Affenbande. Wie gesagt, noch nicht ganz klar, was ich eigentlich machen muss, um hier weiterzukommen, außer eben Kinder kriegen. Was ist denn, wenn man das nicht will? Was ist denn, wenn ich mich dagegen entscheide? Gegen das Kinderkriegen? Okay, ich bin noch entkommen. Nein, hat's mich erwischt? Okay, sie hat mich doch gebissen. Okay, ja geil, du dreckige Schlange. Da hätte ich natürlich vorher, muss man dann immer, oh, Wildschwein. Ich bin doch schon halb tot. Hat es mich jetzt sogar hier oben auf dem Stein erwischt. Das Wildschwein. Ein Steinschwein. Gut. Dann esse ich jetzt hier die Bären. Machen die mich jetzt auch noch kaputt? Oder helfen die in irgendeiner anderen Form? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sie mir groß helfen. Da ist immer noch... Ich dachte schon gerade. Das passiert ganz ohne mein Zutun. Der heißt jetzt aber dann auch, ist jetzt satt, oder? Gucken wir mal, ob wir noch zum Ziel kommen. Keine Sorge, liebe Menschen, wir schaffen das. Ah, Evolution Feed. Astute Dominator made a... Ach, ich hab die quasi aufeinander gehetzt oder zusammengelockt, ohne es wirklich jetzt gesehen und geplant zu haben. Aber dafür habe ich ein... Ah! Mann! Überall! Alles tot! Alles will mich töten! Ich wollte nur kurz durch den Dschungel mal ein bisschen durchjoggen. Ich werde nie ankommen beim großen Dreieck. Von allen Seiten. Aber es ist ja noch gar nicht so schlecht, das Gift. Das kontert ja so ein bisschen die Blutvergiftung und auch den Beinbruch, den ich habe. Bin mir sicher. Oh nein, da ist schon wieder sowas. Ich sehe nur ganz vage. Haha. Jetzt denken sie, sie können mich. Ich rufe nach Hilfe. Polizei! Polizei! No, ich lege mich jetzt erstmal hin. Ich finde, ich habe genug getan. Ah! Die Schlange nämlich. Mein Freund, die Schlange. Sie ist lange. Noch nicht am Ende. Mein Freund, die Schlange. Sie ist noch lange nicht am Ende ihrer Kräfte und der Säfte. Die sie dir in deine Venen pumpt. Die sie dir... Oh, Moment.
Es sieht wirklich furchtbar aus. Also, es ist nie wieder Drogen, finde ich. Sprung! Oh, er kann doch nicht mal mehr richtig, ein Affe, der nicht springen kann. Was kann er überhaupt noch? Was kann er dann noch? Was bist du denn? Nein! Was? Oh, er fällt vom Baum! Er fällt auf den... Er legt sich in die Luft. Ah, muss noch Let's Play beenden. Last call! All! Was? Wieso schläfst du jetzt? Ich bin doch gerade erst in dich reingesprungen. Direkt der nächste. Massensterben. Die Kretschmas. Das wär's gewesen. Du bist alleine. Wunderbar. Gleich die Pilze essen. Nein. Hui. Ach ja, das ist ja herrlich. Oh, der Nils ist online. Hallo, Nils. Das ist ja furchtbar. Überall die Waisen. Guck sie dir an. Ein Erwachsener. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kinder oder was? Ich nehme Mama mit. Ach nee, ich nehme, du bist jetzt mein Kind. Der Strauch. Man tut's doch auch. Hier, das ist auch lustig. Das muss man nämlich machen. Man muss auch ein Nest bauen. Ich frage mich so ein bisschen, wie ich mich jetzt vermehren kann. Wenn das jetzt so bleibt. Tack, tack, tack. Jemand sagt, ich soll die Toten begraben. Ist das auch Teil meiner Kultur? Gehört das schon dazu? Bin ich schon so weit, dass ich meine Toten begrabe? Dazu gehört doch so viel anderes auch. So, lie down, schön im Nest. Oh, als der Letzte meiner Art, als der einzige Erwachsene, brauche ich viel Schlaf. Und die Evolution. Die machen wir jetzt noch. 1 Minute 35 haben wir. Und wie ihr seht, schaut mal, was ich alles an Neuronen hier theoretisch jetzt erreicht habe. Initiate the senses evolution, dann habe ich wahrscheinlich meine Sinne sind dann feiner. Olfaction, ich weiß nicht, was Olfaction ist. Analysis capabilities könnte man machen. Once connected, automatic identification of resources of the same nature close to the target. Das brauche ich jetzt nicht. Group Intimidation Skills. A new communication skill. Ich habe angefangen, das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Ich habe damit schon mal angefangen, aber richtig habe ich es nämlich ganz gerafft, wie es geht. Once connected will be possible to ask clownmen to mimic the grabbing of an item, then eating it if it's food. Ich dachte eigentlich, dass ich das denen schon beigebracht habe. Kann ich aber gar nicht, ne? Da habe ich aber einen Neuron. Die Motor Skills. Aber irgendwie auch wieder nichts passiert. Naja, gucken wir mal, was ich noch habe. Generation und Evolution. Aber wie man sieht, habe ich nicht viel, ne? Man sieht halt nur, dass ich ganz wenig bisher wirklich erreicht habe. Und dabei haben wir doch nur noch 1 Million Jahre zu gehen. So. Nicht hier, kann ich nicht, ne? Ah, so, ich muss das so machen. Okay. So, jetzt habe ich die ersten Verbindungsglieder fertig, so. Wie zum Beispiel, was habe ich hier? Tab, Quadrat, to use your senses, choose the sense of smell, then follow the steps proposed by the contextual action. Das sind die Sachen, die ich schon habe, aber ich habe sie, glaube ich, besser gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und jetzt muss nur noch evolutioniert werden. Pass mal auf, Kleiner. Ich erkläre dir das jetzt mal, ne? Also, in der Mitte ist deine Nase. Damit kannst du Dinge riechen und wenn was nach Schlange riecht, gehst du da nicht hin. In deinen Haaren wird Öl produziert, das nimmst du in die Hände und das schmierst du dann den anderen in ihr Fell. Das finden die dann klasse und du sparst dir das teure Gel.
Außerdem ist ganz wichtig, dass du einen großen schwarzen Monolithen baust, um den dann alle rumtanzen. Und dann kommt dieser Song von Zarathustra, für den wir immer abgemahnt werden, wenn der Simon den benutzt. Okay? Gut. Hammer! 15 Jahre und spontane genetische Mutation. Und jetzt habe ich irgendwas erreicht, von dem ich hoffe, hey, guckt's euch an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 erwachsene Menschenaffen. Da wird richtig geiler Scheiß mitgemacht. Aber das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt aufhören. Wir sind am Ende. Jetzt kommt der Denzel. Und der hat wahrscheinlich für euch auch wieder richtig schöne... Nein, kommt nicht der Denzel. Okay. Okay, wir beenden das jetzt hier. Gibt wohl technische Schwierigkeiten. Es wird nach Ersatz... Nein. Das Denzel Let's Play entfällt. Ihr sucht nach Ersatz. Genau. Aber welchen Ersatz denn? Ich kann ihn ja anmoderieren. Also wenn ihr jetzt noch keinen Ersatz habt... Vielleicht etwas mit Florentin. Wartet der denn schon? Ansonsten kann ich ja auch gerne noch ein bisschen weiterspielen, damit ihr den, damit ihr den Ersatz organisieren könnt. Kann ich ja noch mal schnell weiterspielen. Aber bitte sagt Bescheid, sobald es losgeht. Und dann bin ich hier noch ein bisschen am Spielen. Denn ich habe ja jetzt eine neue Generation an Affen. Kann ich komplett neu dazu bringen, dass sie mir vertrauen. Sie wissen ja nichts davon, was ich mit den anderen Affen gemacht habe. Wichtig ist, dass ihr mir zuguckt. Hey, herkommen. Also, wir lernen jetzt Affen essen. Also, nimmst den Ding und dann in die große Öffnung unter euren Augen reinschieben. Und dann mampfen. Mampfen, mampfen. Und dann am Ende ganz viel freuen. Geili, geili, geili. Ihr macht das jetzt alle so. Genau so nämlich funktioniert das hier. Die Affenbande hört auf mich. Gut, gut, gut. Jetzt bin ich gespannt, was ich denn für neue... Oh, das ist eigentlich ganz geil. Das ist, sind Erdbeeren oder was, ne? Ich will's analysieren. So. Ey! Hab ich noch eine? Die haben alles weggegessen. Ihr könnt doch nicht die ganzen Beeren los... das muss für die Woche reichen! Wenn man nicht alles selber macht, ne? Okay, ich nehme einen. Ich würde es gerne inspizieren. Genau. Das gibt ja immer einen neuronalen Bonus. Oh. Jetzt Frage, was mache ich mit euch, ne? Kann ich euch was geben? R1 hier. Kriegst was? Irgendwas zu essen gegeben? Groom ist natürlich auch nicht unwichtig. Ich zeig das jetzt den anderen auch mal, dass die das auch können. Damit ihr mal alle soziale Tiere werdet. Ist ja furchtbar mit euch. Kriege ich jetzt hier ein bisschen soziale Bindung plus oder was? Bin mir nicht sicher, ob diese Striche da unten im Radar, ob die bedeuten, dass quasi alle bereit sind für die nächste Generation. Also Hashtag Bumsen. Ich weiß es nicht. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei, wenn ich die jetzt hier verlasse und sie trotzdem alle mitkommen. Na gut, dann gehen wir halt auf eine kleine Exkursion. Ich habe mir da ja was markiert. Wichtig ist, fallt nicht irgendwo runter. Passiert leichter, als man denkt. Wir sind zwar Affen, aber ihr seid sterblich. Hört auf mich. Eure Brüder und Schwestern haben nicht getan, was ich gesagt habe. Sie haben sich nicht festgehalten. Die haben nicht den Absprungwinkel ausprobiert. Sie haben Scheiße gebaut. Und am Ende, ne, Leichen pflastern ihren Weg. Da gehen wir auch gleich vorbei. Hey, wo seid ihr jetzt alle? Herkommen! Ich beende die Klasse! Naja, dann halt nicht. Gehe ich alleine zu meinen Pflanzen. Wollen wir mal gucken, ob ihr nicht irgendwann neidisch seid. Das ist... Oh, Glück gehabt. Aber jetzt mal ernsthaft, der hat sich halt auch null festgehalten. Ich bin doch wirklich perfekt abgesprungen eigentlich. Versuche ich schon... Okay, man muss hier mal ein bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht gucke ich mal nach Smelling und gucke, dass hier nicht irgendwie, dass mich nicht irgendwelche Tiere überraschen.
Sieht aber im Moment nicht so aus. Alter, das waren jetzt auch, also ich meine, ich weiß ja wirklich nicht, was alles. Nein, nicht essen! Nein, ihr dürft das nicht essen! Oh, ihr sollt, nein! Wie bringe ich euch denn beides nicht zu essen? Jetzt haben die alle das giftige Essen gegessen. Guckt euch an, jetzt sind sie alle im Arsch. Ja, weil ihr halt auch alles nachmacht. Ihr müsst doch nicht jedem Vollidioten alles nachmachen, Leute. Ah. Ihr seht, wie ich die Bären wegwerfe. Naja. Das war ja richtig klug. Wirklich Massenmörder. Don't drink the Kool-Aid. Oh, das ist was Tödliches. Da gehen wir mal näher hin. Ich würde gerne wissen, was das ist. Oder es ist, es könnte sein, dass das das kleine Baby ist, was da reingekrabbelt ist im Intro, was ich eventuell nie rausgeholt habe. Also das könnte sein, dass das immer noch da liegt, aber ich meine jetzt mal ernsthaft, ich kann doch auch nicht alles machen. Oh, ich dachte schon, das betrifft wieder mich. Gut, kann ich die Schlange denn jetzt mitnehmen? Hier ist sonst auch nichts. Ich hoffe, dass man das essen kann. Ah, das sind die anderen Affen, ne? Ich dachte schon gerade, was passiert hier. So. Schon lustig, dass sie mich alle beobachten, als wäre ich der Smarteste. Dabei bin ich halt wirklich. Die haben halt hoffentlich auch gesehen, dass man mir nicht immer trauen muss. Es ist auch noch dunkel. Aber gut, was soll ich machen? Man ist ja nun mal der Anführer. Man muss, auch wenn man keine Ahnung hat, wo es lang geht, muss man so tun, als hätte man Ahnung. Denn die Leute wollen Anführer mit Vertrauen. Das ist das Allerwichtigste, auch wenn du keine Ahnung hast. Take it till you make it. Da ist eine Schlange, das ist ungeil. Überall Stöcke, okay. Stöcke, Stöcke, Stöcke. So. Schlange versuche ich ein bisschen wegzuhalten natürlich, ne? Von mir. Fernzuhalten. Den Sumpf? Oh, ich glaube, da traue ich mich nicht durch, ne? Durch den Sumpf. Da muss ich gucken, dass ich das vielleicht über die Bäume schaffe, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, glaube ich nicht, dass da was ist. Also die Möglichkeit, der Sumpf selbst ist ja ohne Bäume, das heißt, da sind Sträucher nur und das heißt, da kann ich nicht landen. Na gut, gucken wir da zu dem Problem, ne? Kommen wir, sobald wir da sind. Geronimo? Ach. Das sieht doch voll interessant aus da hinten. Sind das jetzt meine Affen oder was? Ich frage mich schon, was das genau jetzt soll. Will's wissen.
nee, meine Affen sind ja tatsächlich dabei. Aber den kann es ja schon mal nicht liegen. Vielleicht kann ich, irgendwie muss ich hier auf die Seite kommen. Ja, auf diese Seite. Oh, es war knapp. Ein Sprung des Glaubens. Na, endlich. Ah, endlich kann er wieder normal laufen und meine Kollegen auch. Das machen wir nie wieder. Schnitt. Ja. Okay, ich muss es mir merken. Ich meine, es gibt halt wirklich mehrere Sorten, die man nicht essen sollte. Unterschiedliche. Diese Früchte und dann diese rote Obst oder was das ist, die rote Beeren. Alter. Hat der mich erwischt, ne? Und schon wieder ist Knochen tot. Haha, dafür hat mich Schlangi. Ey, komm, als ob, also bitte. Ich habe noch nie eine Schlange, ein Wildschwein essen sehen. I don't believe it. Okay, wir gehen weiter in Richtung unseres Zieles. Stolpern wir voran. Jemand sagt, man soll alles essen, damit man Resistenzen entwickelt. Ja, das stimmt wohl auch. Aber wie ihr gesehen habt, führt das ja nun mal auch dazu, dass man stirbt. Vielleicht muss man es in moderater Menge machen. Dieses Schilf, das kann man einfach essen, oder? Mehr ist das doch nicht. Das ist irgendwie so belanglos. Und die Bande ist hinter mir? Jawohl. Oh, das ist ja auch interessant. Ich habe ein Warzenschwein schockiert, beängstigt. Und das hilft mir natürlich. Wasser. Da kann ich zumindest nicht so viel kriegen. So, da vorne ist ein großes, das sieht doch echt aus wie ein ordentliches Ende. Also nicht wie ein Ende, aber der nächste Level. Oh! Okay. New Landmark. Oh, das sagt ja gerade jemand hier sehr smart im Chat. Mit dem Clan im Rücken kann man leichter feindliche Tiere verjagen. Oh, total logisch. Was? Clan-Member dead? Wie? Was ist denn passiert? Wie kannst du denn sterben? Was ist denn passiert? Jetzt sind wir nur noch 5. Wir müssen doch Kinder machen. Oh, da, der Tiger. Ah, der Tiger. Seid ihr alle bescheuert? Ihr könnt doch nicht Wasser trinken, während der Tiger euch da holt. Der Tiger hat mich geholt. Kommt rauf. Krass, ich hab dem Angst gemacht. Ich habe nur einen Affen verloren. Mann. So viel Arbeit. Guckt ihn euch an, er hat auch wirklich keinen Bock mehr. Die Zunge hängt raus. Komm, ein bisschen Wasser. Da kommt einfach so ein Tiger. So, wie viel haben wir denn? 5.
5 ist Trümpf. Wir schaffen das noch. Können wir machen. Keine Sorge. Bring euch durch die... Wodurch eigentlich, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wir haben ja kein Ziel. So, diese Bären hier nicht essen. Alles muss man selber machen. Ach komm, diesmal habe ich aber nichts. Diesmal habe ich wirklich nichts gemacht. Ich bin, also normalerweise bleibt der ja stehen irgendwo am Ende. Ich habe ja nichts gesehen. Na gut. So, jetzt werden wir uns alle mal schön was holen hier. Das kann man nämlich essen. Das ist gut. Das müsst ihr alle futtern. Aber lasst was für mich übrig da, denn ich bin der Chef. Die ganze Affenbande pflückt. Okay, das war gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir brauchen eindeutig ein neues Zuhause, ein neues Nest. Oh, da, schon wieder so ein Vieh. Da guckt der. Das war jetzt, na gut, dann lebe ich jetzt unter Wasser. Das Krokodil brauchte dringend einen WG-Partner. Und hat sich dann eben einfach selbst umgekümmert. Ah. Ah, der blöde Tiger! Hau ab! Haha, ich hab sie gegeneinander aufgehetzt. Ist es einfach so, das ist wirklich so Steinpapier-Schere-mäßig, einfach random. Baum gegen Strauch. Strauch gewinnt. Ah, nein! Du Scheißvieh! Intimidation! 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 Alter, was für eine krasse... Was für eine krasse Wanderung das hier ist, ne? Da will man einmal nur schauen, was jenseits der eigenen 4 Wände ist oder der 4 Mauern, Felsen. Jenseits der eigenen 4 Felsen. Und dann sowas. Krokodil, weg mit dir! Ah, das ist nicht gut. Nein. Kann man? Okay, scheinbar doch. Alter. Wie so ein Kriegsveteran, ne? Wo ist das Krokodil? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich dachte, man kann das trinken. Ich hab doch extra inspiziert. Jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Oh, das sieht aus, als wären es wichtige Dinger, ne? Mal gucken. Nö, gar nichts. Inspizieren. Das ist was Neues. So richtig kann er damit nichts anfangen, ne? Nein, du wartest nicht hier. Okay, jetzt habe ich quasi das Gras als Tool benutzt, auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Aber ich gebe dir das mal. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch ein bisschen kraulen. Dabei kann ich kurz noch mal von meiner tollen Geschäftsidee erzählen. Kratzen und Bürsten. Ein Laden, wo du reingehst und dann werden dir, kannst du ja auch so Rücke oder Kopf, und dann wirst du gekratzt oder gebürstet. Mit einer Bürste.
oder halt Fingernägeln oder einer Kratzhand. So einer Plastikkratzhand. Kratzen und bürsten. Leute lieben es, gekratzt und gebürstet zu werden. Warum nicht ihnen dafür Geld abnehmen? Das Ganze hat null sexuellen Hintergrund. Könnte es aber theoretisch haben, wenn das Geld stimmt. Es ist eine großartige Idee. Kratzen und bürsten. So. Ist auf jeden Fall, oh, da habe ich das erste Erz wahrscheinlich. Das ist doch der Monolith, von dem wir die ganze Zeit reden. Sterbe ich schon wieder? Warum stirbt mein Affe die ganze Zeit? Schaut mir zu, wie ich verende. Warum? Ich habe das Falsche gegessen, das Falsche getrunken. Nein, das ist schon wieder was Falsches, ne? Ich lasse es liegen. Nein, er isst es trotzdem. Heute ist alles egal. Jetzt essen sie alle. Die ganze Truppe vergiftet sich wieder. Das ist wirklich unglaublich. Es war nicht so geplant. Ich würde gerne wissen, was diese langen Striche unten rechts in dieser in diesem evolutionären Radar zu bedeuten haben. Also, was bedeuten die Striche? Ist es gut oder schlecht? Das da. Was ist das? Das bewegt sich doch. Oder bewegt es sich, weil ich betrunken bin? Nee. Ich glaube tatsächlich, das ist... Da muss ich hin. Der fällt doch eh gleich runter. Der ist doch völlig hinüber. Mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Moment. Ich lege mich erstmal kurz hin. Auch wenn ich nicht glaube, dass das irgendwas ändert an meinem Problem. Er ist beim Schlafen gestorben. Zu Tode geschlafen. Nein! Affo! Naja. Wir haben ja zum Glück noch 4. Okay, ich habe meine Angst geconquered. Ist ja auch klar, ne? Wenn der Chefaffe direkt vor einem stirbt, will man vielleicht nicht mehr. Oh, hier, das ist geil, ne? Hier. Das will ich haben. Das will ich haben. Den Honig, der gibt ganz sicher... Gib dem Affen Zucker, sagt man ja auch. Honig. Wie kann ich das machen? Nee, geht nicht. Okay, so geht's also nicht. Muss ich wahrscheinlich einen Ast oder so nehmen. Der Affe springt von Ast zu Ast, bis der Ast in die Bienenwaben passt. Okay. Jetzt sind die schon wieder weg, ne? Eben war da doch... Ein Ziel. Da waren so viele. Was ist eigentlich das hier? Ach, das ist diese zwei. Oh Mann, der stirbt halt auch gleich. Aber wo ist... Mann. Wo sind denn die von eben? Die sind einfach alle weg. Ach, das ist irgendwas Großes, Rotes. Okay, das will ich nicht. Vielleicht sollte ich besser hier runter, ne? Schön, das Tal runter. Ja, jemand sagt, rotes Symbol ist ein schlechtes Symbol. Nein. Dying. Ah.
Wir haben ja quasi nur noch drei Leben. Drei Affen. Wenn der hier weg ist. Aber es ist halt eine schwierige Expedition. Ich meine, ich brauche maximal zwei Affen. Also habe ich ja eigentlich noch ein bisschen Puffer. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man überhaupt irgendwo anders eine Heimat finden kann. Oder ob ich vielleicht... Ob ich vielleicht immer wieder zurück muss. Das wäre aber doof, oder? Affen können doch schließlich überall ihr Lager aufschlagen. Ja, jetzt stirbt der halt auch. Diese dämlichen Blutvergiftungen immer. Ich muss halt irgendwas gegen diese Kräuter mal finden. Oder beziehungsweise ich muss die Kräuter gegen Blutvergiftung finden. Das könnte doch vielleicht eine Höhle sein, wo ich mir ein kleines... Ja, wobei hier ist auch sehr viele Tiere können hier zu mir und Action machen. Das will ich eigentlich auch nicht. Ich wette, hier gibt es noch eine weitere Höhle. Oh, neue Früchte. Kann ich die denn essen? Naja, probieren wir es mal. Erstmal gucken. Vielleicht sind die ja gegen Blutung. Tja, da war so ein braunes Nebelding. Ich weiß nicht, ob das positiv war. Okay, immerhin. Dann schnabulieren wir jetzt einfach mal die Früchte des Waldes. Was ist denn eigentlich im Regime mit dem Wechsel zu Florentin? Ist der mittlerweile bereit? Er ist auf dem Weg, okay. Ja, dann spiele ich hier noch ein bisschen weiter. Ich habe eigentlich irgendeinen anderen Termin, aber den könnt ihr ja eventuell für mich kommunizieren, dass ich den nicht schaffe. War irgendwas für NDA, irgendein Einspieler. Okay. Das ist schon cool. Ich wünschte halt, wir würden in ein neues Gebiet kommen, wo ich mir ein neues Lager aufschlagen kann. Ja toll, du stirbst doch eh. Du bist mir keine große Hilfe, Affe. Das haben sie irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Es gibt halt die Momente, wo das Tier kurz am Verzweifeln ist, wo es nachts wird, wo es Angst kriegt, wo es anxious ist. Das alles wird hier so ein bisschen jetzt gezeigt. Aber eigentlich nur schlafen. Er ist doch eh so gut wie tot. Ja, so viel gibt's hier gar nicht mehr für mich entdecken. Zumindest nicht für diesen Affen. So, jemand fragt, wie ich das Spiel finde. Also ich finde es schön, es ist ein sehr interessantes Spiel. Auch ich mag, dass es sehr offen ist in seiner Missionsstruktur, dass man viel ausprobieren muss. Zum Beispiel, dass man hier so, dass das Benutzen von Werkzeugen ist, indem man so irgendwie auf den Boden haut. Das wusste ich noch gar nicht so. Und so lernt man durch Zufall mehr oder weniger. Und das ist ja eigentlich lustig, weil nichts anderes ist ja auch Evolution, reiner Zufall. Lernt man durch Zufall immer wieder neue Sachen hinzu, die dann natürlich dem ganzen Clan helfen. Und ja, es ist ein sehr interessantes Spiel. Es ist halt kein AAA-Spiel und es ist auch nicht ein Spiel, was ich jedem zeigen kann oder so. Aber ich habe das kurz gespielt, als ich es mir angeschaut habe. Meine Mutter war dabei und hat sich das angeguckt und fand das... Fand das ganz lustig und fand es auch interessant. Also ist auf jeden Fall etwas, wo vielleicht Leute auch gerne mal zugucken. So wie hier jetzt. Auch wenn ich sagen muss, es wird bei mir immer enger. Drei Affen noch da. Weiß nicht genau, wie die... Sind die auch alle tot? Du hast noch ein bisschen... Hast du noch ein bisschen... Wie geht's dir? Auch ganz gut. Kurz mal gucken.
Female und Male, also wir beide sind jetzt mehr oder weniger hier die Chefs. Und wichtig ist, dass wir uns, wenn wir Angst haben, gegenseitig berühren. Will er nicht, ne? Will er jetzt nicht. Kann ich verstehen. Was, bist du schon wieder? Bist du... Ah, Löwe! Tiger! Ja, wollte ich doch nur ein bisschen kratzen und bürsten. Stattdessen wurde da Klauen und Reißen draus. Nur zwei, das wird immer... Nein, du schaffst es! Renne! Lass dich nicht vom Tiger kriegen! Was ist jetzt? Nein! Was macht er? Warum gehst du da hin? Warum gehst du zu dem Affen? Zu dem Tiger. Ich muss irgendeinen Autolauf oder so, muss ich gerade aktiviert haben. Anders kann ich mir nicht erklären. Der ist da automatisch gerade hingegangen. Okay? So, schaffen wir es. Geronimo! Kämpfen! Kämpfen! Jetzt wird gekämpft! Intimidated! Ich habe auch Clown! Beiß doch mal rein! Beiß dem Affen rein, Mann! Nee, Hysterie, der Affe haut ab. So! Zwei Affen sind noch über. Das ist ja fast hier, das ist ja schon fast biblisch, ne? Ah, ja. Das werden wir heute nicht mehr zu Ende kriegen. Ich werde das irgendwann noch mal weiterspielen. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Es ist nicht unbedingt was für jeden. Ich empfehle euch, euch noch mal genauer zu informieren, wenn ihr das euch holen wollt, weil es eben ein bisschen sperrig ist, ne? Aber es gibt solche Spiele kaum. Das ist ein Unikat. Kann man ruhig machen. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es ist, wie gesagt, eben noch, hat schon noch Vollpreis. Also muss man überlegen. Ja? Jetzt geht's weiter mit Tini und seinem Programm. Ich bedanke mich für die extra lange Aufmerksamkeit heute. Nächste Woche Montag gibt's auch wieder Last Call mit neuen Spielen. Gebt mir ruhig auch mal einen Tipp. Hier in die Comments könnt ihr gerne auch schreiben, was ich machen soll. Ne? Also, wir hatten ja schon sehr viele Spiele mittlerweile. Ich habe auch viele in meiner Liste, aber es gibt sicher noch ein paar andere, die ich nicht kenne. Ich packe die dann, schaufel ich die nach und nach immer rein in die Liste. Also, das war's. Last Call. Große Sache. Danke an euch und jetzt viel Spaß mit Tini und seinem Programm. Tschüss.